Ja, willkommen zur zweiten Ausgabe des Big Management Talks. Heute haben wir uns einen weiteren Gast und diesmal kein spontaner Gast, wie das letzte Mal bei Kilsen, der nochmal Stellung bezogen hat zu seiner Leistung am Wochenende, dazu geholt, sondern unser Chef, unseren CEO von Big, Daniel Finkler. Willkommen, willkommen. Ja. Genau, stell dir mal kurz vor. Hallo Leute, freut mich, euch kennenzulernen. Ich glaube, ich habe mich jetzt in so einer Runde noch nicht vorgestellt und es war mein erster Stream generell. Ich habe meinen Spielern versprochen, ich streame jetzt auch selbst mal, weil die streamen ja auch jetzt mehr. Das heißt, ich will auch mal ein bisschen mehr streamen. Genau, ja, zunächst mal zu mir. Ich werde jetzt am Montag 32 Jahre alt. Bin also noch ein gutes Stück jünger als der Christian, als der Manager CSGO. Der ist ja ein paar Jahre voraus quasi. Lebe jetzt gerade zur Zeit nicht in Berlin, sondern lebe in der Nähe von Luxemburg im Saarland. Dort bin ich auch aufgewachsen, bin eigentlich ursprünglich geboren in der Nähe von Stuttgart bei Herrenberg. Das ist mein Geburtsort. Und ich selbst habe eigentlich, bin im E-Sport schon seit langer, langer Zeit. Eigentlich meine ersten Spiele habe ich so verfolgt. 2002, 2003, habe dann auch viel gespielt und war dann auch, ja, das ist immer so semi-gut, habe es dann irgendwann geschafft, auch in einem Team zu spielen, das von dem Christian betreut worden ist, damals bei Frankfurt 69ers, beziehungsweise 69ers, eben, der Name ist ja, auch gut. Frankfurt 69ers, ja, war seine Idee wahrscheinlich, beziehungsweise... Kennst du auch die San Francisco 49ers? Die sind auch ganz cool, ne? Ja. Ja, also, oder dann da sind wir jetzt für A-Losers. Ich weiß nicht mehr, wie das genau ist. Der Verein dann zuerst A-Losers, ne? Das war ja auch ein traditioneller Counter-Strike-Verein. Ja, ein und Stück später. Müll am Ende leider. Ja, genau. Spielen. Genau, und dann haben wir ja dann damals auf Frankfurt 69ers gewechselt. Zu der Zeit war auch der gute Sonix in dem Verein. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Der hat da auch in dem Counter-Strike-Team gespielt. Und genau, ich habe selbst Source gespielt, war dort in der Pro Series, das heißt, da werden mich jetzt viele flamen, Source ist ja ein Noob-Game und so weiter und so fort. War aber gar nicht mal so schlecht, also wie auch der Drubley war ich irgendwie immer mal nominiert zum Rookie of the Season habe dann aber irgendwann meine Karriere in Anführungszeichen an den Nagel gehängt, um dann ganz klassisch zu studieren. Betriebswirtschaft. Ja, mit einer Ausrichtung auf Management und IT, also vor allen Dingen in Richtung Digitalem. Hab dann aber nach meinem Studium sofort, weil ich ja gesehen habe, dass der Christian immer noch so super aktiv war in dem Markt und so auf einmal irgendwie Pokale in die Höhe gehalten hat, damit mit Virtus Pro und dann von der Donnerstag beim Mausboss gelandet ist. Da hatte ich mir gedacht, okay, dann schreibe ich den Christian einfach mal wieder an. Ich habe zwischenzeitlich viel mit ihm auch gezockt, ganz klassisch Matchmaking, immer zwischendurch Kontakt gehalten. Und da habe ich ihn irgendwann mal gefragt, ob man nicht mal was zusammen machen kann, weil ich wollte nicht in diesen klassischen Wirtschaftsbereichen arbeiten. Ich habe dann den Christian angeschrieben, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, in den E-Sport einzusteigen. Und sehr oft. Ja, ja. Das Jahr hinweg hat er mich genervt. Also das ist auch mein erster Tipp an euch. Wenn ihr irgendwas wollt, dann niemals locker lassen. Also immer schön nerven die Leute. Aber nicht mich, danke. Ja, das habe ich beim Christian halt gemacht. Ich habe den kontinuierlich quasi auch genervt. Habe ihn immer wieder angeschrieben. Hey Christian, ich suche einen Einstieg in den E-Sport. Bin dann erst bei Mausboards gelandet, hab dort Social Media gemacht, im Marketing gearbeitet und so weiter und so fort. Dann haben wir uns noch getroffen. Genau, da hatte ich mich auch mit dem Philipp schon getroffen, das heißt, wir kennen uns alle schon sehr, sehr lange und haben dann im Laufe des Jahres einfach entschieden, hey, wir wollen was Eigenes machen. Ich denke, ich habe einen sehr guten Business-Background, kenne halt die betriebswirtschaftlichen Seiten auch sehr gut, kenne mich im E-Sport auch echt gut aus und dann haben wir halt gemeinsam entschieden, okay, wir haben ein super Team, jeder ergänzt sich irgendwie gut, der Yilmaz Ozan, der jetzt leider jetzt gar nicht in der Runde ist, der auch der Gründer von Maus ist, schöne Grüße an dich Yilmaz an der Stelle, er war natürlich auch quasi auch unser Vorbild, an den haben wir uns auch gehalten. Und er hat uns da von Anfang an, weil er ja auch mit der Gründer von Big ist, neben uns eben von Anfang an mit seiner Erfahrung unterstützt, mit all seinen Sachen, die er eben gemacht hat, er hat die Teams mega unterstützt.
Und so sind wir eben zusammengekommen und haben BIG gegründet, wobei auch der Name kam von dem Yilmaz. Da musste er uns auch lange Zeit überzeugen. Das war am Anfang eben ja, noch Ja, ein wir kleiner wurden gezwungen, Kampf. wir hatten gar keine Option. Ja, wir wurden gezwungen, aber letztendlich, wie immer, da hatte der Yilmaz, Ozan, Sag's nicht, sag's nicht. dann auch nochmal recht, ne? Also der Name war wirklich halt das Beste, was man hätte machen können. Und wir sind, das haben wir ja auch schon, glaube ich, mehrfach betont, aber nur um es auch jetzt hier nochmal zu sagen, wir sind halt echt ein sehr eingeschweißter Haufen. Wir sind schon so eine Familie, ein Stück weit auch. Es ist bei uns nicht irgendwie so ein ganz kühler Verein, sondern wir sind eine sehr eng verbundene Truppe mit Leuten, die einfach in Deutschland einen coolen Verein aufbauen wollen. Und das machen wir jetzt seit 4 Jahren. Und ich bin eben seitdem auch der Geschäftsführer. Vorher habe ich, wie gesagt, ganz klassisch irgendwie auch in der Managementberatung gearbeitet. Auch im Finanzbereich war ich in Frankfurt tätig. Aber für mich war immer klar, dass ich auf jeden Fall E-Sport machen will, weil das halt einfach meine Leidenschaft ist. Und das habe ich dann auch getan. Und dann nochmal einen herzlichen Dank an den Christian, weil er hat mir damals auf jeden Fall eben die Tür geöffnet, sonst wäre das wahrscheinlich auch niemals dazu gekommen. Wenn du dich noch daran erinnerst, erstes Event von uns war in Krefeld bei Tag TV, Acer Predator Masters. Da, also Phil, wir haben uns da schon gekannt, ne? Wir kannten uns eh schon Ja, von genau. War das League of die Best of Legends. Ne? Seven Acer Predator Masters oder die Ja. danach? Nee, Die als Daniel danach. mit war, das Ja. war die zweite Edition, die wir auch Okay. Gott sei Dank gewonnen haben. Das war schon cool, wie du da spontan mitgekommen bist. Das war so das billigste Event, um dich zu ertragen. Also, ich muss dazu sagen, er hat mich nicht mehr eingeladen. Ich bin gekommen. Ja, und hast dann Chauffeur gespielt, Essen geholt, alles gemacht. Und dann ging leider kein Weg mehr an dir dran vorbei. Und das Beste war ja, du weißt, ich bin ein großer Amerika-Liebhaber, als wir den MLG Columbus Qualifier hatten und ich so krank war, dass ich nicht fliegen konnte, wo ich so richtig tilt war, bist du einfach eingesprungen, mitgefahren, hast nebenbei für Maus noch den Content gemacht hinten dran. Das waren somit die ersten Live-Eindrücke, die es bei so Spielen gab. Und da hat auch Maus dann direkt gerafft, so, oh, der ist ganz gut. Und ich meine, das ist so dieser klassische Weg, wie man sich hocharbeitet. Also hartnäckig bleiben, aber bitte, wie gesagt, nicht bei mir. Ihr könnt gerne auch alle mal Daniel anschreiben, wenn ihr was habt. Also ich hab damals ja auch sprichwörtlich zu Lenz gesagt, Lenz, ich mache egal was, ne? Selbst wenn ich die Toilette putzen muss bei Maus, ich mache das. Hast du ja auch gemacht bei Big habe Spender. ich auch gemacht im Bootcamp einmal, ja. Nikola. Ist eine wahre Story. Ich mache, was da ist, ich mache alles. Und dann kam halt, wie gesagt, eines Morgens der Anruf, Lenz hätte eigentlich sollen mit zu MLG Columbus fahren. Er war sehr krank und hat mich dann halt gefragt, hey Daniel, willst du dort mitfahren eben? Und Ja, dann du habe hast ich ja das selber schon gemacht. deinen Flug gebucht gehabt. Du wolltest ja von alleine Ja, mit. genau. Ne? Du Also man warst ja muss schon ich. da, hast Dennis mitgebracht noch Ja. und Also dann ich habe komm mit dann auch mitfahren. auch meine Flüge quasi vorfinanziert. Bin dann mit dem guten Dennis Howell nach Frankfurt gefahren. Hab dort dann den Nico getroffen, also Nico Kovac von Face jetzt, den Speedy, den Joe. Wer war noch im Team Chris. damals? Ja, ah, Chris Jay, stimmt, der verrückte Holländer, der war auch da. Und genau, da sind wir, habe ich die auf dem Event begleitet und habe quasi ein bisschen Lenz' Job übernommen. Aber auch da, ja, also wie gesagt, ohne Lenz wäre ich da niemals irgendwie reingekommen und da bin ich ihm auch heute noch unendlich dankbar, dass er mich überhaupt jetzt auch in diese Position gebracht hat. Und wir haben, wie gesagt, ein sehr enges Team. Wir arbeiten tagtäglich sehr eng zusammen. Wir haben natürlich auch viele Probleme zu lösen und so weiter und so fort. Aber es ist eine sehr enge Gemeinschaft. Ich glaube, die es sonst kaum ein zweites Mal gibt im E-Sport generell, würde ich sagen. Ja, so ein Ja. schöner Einstieg, ja. Genau, und heute geht es ein bisschen darum, wir haben am Montag viele Fragen beantwortet, auch ne, wie man in den E-Sport reinkommt, da hat man auch eine Frage, denke ich, das schließt auch schön den Kreis, deine Sicht jetzt nochmal. Und genau, Lenz, magst du noch was darüber erzählen, was wir heute neben dem Q&A und Fragen-Stream noch machen? Nicht wirklich, aber ich mache es mal trotzdem. Erstmal schön, dass du dabei bist, Daniel. Wird auch mal Zeit, dass die Leute dich sehen außerhalb von Twitter. Ja, Oder wenn du also irgendwelche Twitter. oberkrassen Instagram-Stories machst auf Events, sondern dich gibt es auch wirklich. Ja.
Ihr könnt mich gerne folgen auf Twitter, @DanielFNIR. Könnt ihr mich gerne folgen. Hier nochmal kurze Werbung an der Stelle. Ja, schön. Also bitte alle Daniel folgen und auch Phil. ich habe schon gesehen, die 1000 Euro sind geknackt. Nice. Absolut geisteskrank, was die Leute hier gemacht haben. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs Spenden schon. Ich glaube, bevor es losging, waren wir schon bei 750 Euro gewesen. Das ist nicht selbstverständlich. Ich habe ja ein bisschen was geschrieben in der Beschreibung von der Better Place Org Seite, warum ich das ausgewählt habe. Deswegen liegt mir es auch sehr am Herzen. Danke auf jeden Fall schon mal. Wie versprochen, ich werde morgen was posten, wo die Haare ab sind. Haarschneider ist leider nicht da, aber naja, ich würde es auch ungern hier auf dem Teppichboden machen, aber ich stehe zu meinem Wort, das wird erledigt morgen. Fotobeweis kommt. Ansonsten haben wir heute ein paar kleine Geschenke, die wir noch raushauen. Skin Baron hat uns 10x 5 Euro gestellt, auch draußen kleiner Traktor vorbei. Dazu gibt es noch den Big Rucksack von Caterix und eine Maus von Corsair, und zwar die Glaive RGB. Ja, das hauen wir nachher noch raus, vielleicht kriegen wir irgendwo noch was rein. Phil und Daniel können da sehr spontan was machen. Also ganz spontan habe ich hier einmal, ich glaube, das war aus dem letzten Jahr, mit Corsair zusammen, schön in Plexiglas eingerahmt, quasi eine Autogrammkarte, die ich auch gerne jetzt hier verlosen würde am Ende des Streams. Die steht normalerweise bei mir im Wohnzimmer auch, aber ich habe jetzt gedacht, für den Anlass gebe ich die gerne her. Oh, danke schön. Und genau, also es sieht super aus, macht echt was daher und ist eine Autogrammkarte unterschrieben von dem guten Owen, Tapsen, Tizian, Fatih und dem Jan. Genau, die würde ich auch noch mitten in den Lostopf einfach werfen. Phil, hast du auch noch was im Petto, oder? Ich habe hier noch ein wunderschönes unterschriebenes Trikot, so wie es hinter Daniel hängt, vom aktuellen Lineup. Ich denke, das können wir auch noch mit rein. Wow. Ja. Das ist auf jeden Fall nett von euch, dankeschön. Ihr habt ja vorher schon sehr, sehr viele Fragen und auch gute Fragen eingesendet. Wir versuchen natürlich alles so gut es geht zu beantworten. Denkt dran, manchmal ist es eventuell ein bisschen zu deep, wo wir auch vertraglich bedingt nicht alles raushauen können, aber das wird Daniel schon gut steuern. Ich würde vorschlagen, Phil, kannst du mit den ersten Fragen Fragenmeister, loslegen. Genau. Und ich sage auch schon mal, also dadurch, dass es jetzt so schnell ging, ich habe vorhin das Ziel ein bisschen hochgesetzt. Natürlich stehe ich ja zu dem Wort, dass wir bei 1000, ihr wisst, passieren. Machen. Und sobald wir die 2000 erreicht haben, werde ich auch nochmal 500 Euro draufpacken. Das ist hiermit schon mal gecallt, ist für einen guten Zweck und gibt definitiv wichtigere Orte als Geld, als mein Portemonnaie. Und ich matche das direkt. Oh, das heißt, wenn wir 2000 knacken, sind wir bei 3000? Okay. Ja. Das ist nice. Sehr gut. Phil, wir fangen an. Das Mikro gehört dir. Wunderschön. Ja, genau, wir haben 100 Leute auf Twitter gefragt. Nein, wir haben auf Twitter einen Post, da könnt ihr gerne noch reinschreiben, aber wahrscheinlich werde ich dann, wenn wir später noch Zeit haben, Fragen aus dem Chat auch nehmen. Genau, wir haben einen kleinen Thread und da konnten Leute ihre Fragen stellen ab heute Mittag. Die erste kommt von Frankfurter Typ, dem Caster, der auch viele unserer Academy Games oder glaube ich alle unsere Academy Games auch castet. Das ist ein sehr guter Quali auch, da könnt ihr gerne mal ein Follow da lassen. Tolle Qualität, sehr guter Caster, tolle Stimme, sehr gutes Feeling, also echt toller Cast. Der hat gefragt, mehrere Fragen und die erste wäre, wie lief das Jahr 2019 rein geschäftlich, wirtschaftlich für Big? Also mal direkt Deep Dive. Ja, also ich glaube, das ist eine Frage an mich. Ja. Genau, also 2019 war rein geschäftlich und wirtschaftlich auf jeden Fall ein Rekordjahr. Wir haben da unseren Umsatz auch verdoppelt und haben auch Profit gehabt am Ende des Jahres. Also wir haben einen Gewinn gemacht. Wie vielleicht viele auch wissen, im E-Sport jetzt heutzutage in der derzeitigen Marktlage nicht häufig vorkommt, weil ja viele Vereine auch wirklich Verlust machen und durch eben Investoren am Leben gehalten werden. Meiner Meinung nach ist es ja auch nicht wirklich nachhaltig und verzerrt ein bisschen den Wettbewerb, weil sie natürlich deutlich mehr Geld haben, als sie eigentlich, wenn man ehrlich ist, auch verdienen. Ne? Das bedeutet auch, viele machen halt mehr Verlust als sie Umsatz machen, was halt verrückt ist.
Und wir hatten ein gutes Jahr, zumindest wirtschaftlich, sportlich, was, ja, würde ich sagen, sehr gemischt. Wir hatten einen Counter-Strike eben letztes Jahr ein sehr schwieriges Jahr. Dafür hatten wir halt in den anderen Titeln eigentlich ein super Jahr. Perfekt, also ja. LOL hat absolut Weltklasse gespielt. Da waren wir hatten am Anfang des Jahres ehrlicherweise schon überlegt, machen wir LOL überhaupt weiter, weil wir nicht wissen, ob das jetzt wirklich auch unsere Marschrichtung ist. Aber der Christian hatte mich damals auch überzeugt davon, hey, das ist so sinnvoll, wir machen das, und dann haben wir das auch gemacht. Und auch Danusch vor allen Dingen, der ja, und auch Danusch, mit dazu kommt, sehr, sehr gutes Konzept mit auf die Beine gestellt hat. Genau, also wir haben da mit dem Danusch und mit dem Finn und auch den anderen, die da spielen, echt super, super Charaktere, die da einen absoluten Weltklasse-Job gemacht haben. Allein der Pick auch von Kasi später, der jetzt ja auch in der LEC sehr gut performt, gerade, glaube ich, gegen Fnatic auch gewonnen, war natürlich super gut. Das heißt, sportlich war es gemischt, weil Counter-Strike war 2019 ein bisschen schwieriger. League of Legends war super, super, super gut. Also besser hätte es gar nicht sein können. Ich glaube, wir haben mit dem Killzen in Quake haben wir auf die Quake-Con gewonnen, die Weltmeisterschaft gewonnen, das prestigeträchtigste Turnier. Und das alleine war auch schon viel wert. Und das hat sich ein Stück weit ausgeglichen. Ne? Und genau, da gab es noch eine andere Frage von dem Alex, glaube ich, Richtung Corona-Krise. Ne? Genau, habt ihr Angst, Sponsoren durch die Corona-Krise zu verlieren? Ja, genau. Also ich würde jetzt lügen, ehrlich gesagt, wenn ich diese Angst nicht hätte, weil wir alle wissen ja, dass diese Krise schon massive Auswirkungen auf die Wirtschaft hat. Das heißt, eben niemand weiß auch quasi, wie schnell es jetzt eingedämmt werden wird. Zum Glück gibt es jetzt erste positive Meldungen aus der Politik auch und von den Instituten, dass es abflacht. Von daher ist meine Angst auch stark am Sinken. Aber natürlich, was immer der Fall war in der Vergangenheit, dass wenn eingespart wird, dann an den Sponsorings, an Budgets und an Vereinen wie wir finanzieren uns halt eben auch durch Sponsorings in erster Linie. Wobei der E-Sport hat noch den Vorteil, wir finden statt, das heißt, unsere Spiele laufen, wir nehmen an Turnieren teil, wir spielen all das und gleichzeitig shiften viele Unternehmen quasi auch ihr Budget Richtung E-Sport, was auch nochmal vorteilhaft ist. Das heißt, ich habe zwar schon ein bisschen Bedenken gehabt, aber ich bin als Mensch schon grundsätzlich super, super positiv gestimmt immer und glaube, dass wir da auch super gut durch die Krise jetzt einfach kommen, in den nächsten paar Monaten. Und genau, ja. Und also, Teams laufen ja auch gut. Schön, dass man zwischendrin auch mal von seinem Spieler angeschrieben wird. Nils Grune, danke fürs Zuschauen. Und zwar natürlich klar, dass die Glatze für dich das wichtigste Highlight heute ist. Ja, und wer die 1 oder 7 voll macht. Genau. Ja, aber das ist so eine schöne, ausführliche Frage. Genau, also man muss sich immer bedenken oder Gedanken machen, auch in Krisenzeiten, vor allem in Krisenzeiten, aber genau, aus der Ruhe bringt uns das, ja, auf keinen Fall. Dann zwei kurze Fragen noch von ihm zum Abschluss. Wann kommt das Crack-Movie? Ja? Als Einwurf, da wurde auch nochmal die Frage gestellt von Tom war es gewesen, als Jengis diesen Tweet gepostet hat, dass er glaubt, dass für einige E-Sports-Orgs die Coronavirus-Situation nur eine Ausrede ist, zum Mitarbeiter zu entlassen. Sie hatten keinen richtigen Businessplan gehabt, keinen Fokus und nur blind Geld verbrannt. Wie ist deine Meinung dazu? Also ich sage ganz kurz, Jengis ist ein Typ, der sehr oft polarisiert. Er hat in meinen Augen mit dem Post auf jeden Fall auch ein bisschen recht. Es gibt viele Leute, die nicht imstande sind, langfristig zu planen, weil sie einfach ihre Arbeit nicht richtig machen oder nicht richtig machen können. Aber ich fand es auf jeden Fall einen guten Tweet, ein bisschen hart ausgedrückt, aber ja, Daniel, du hast bestimmt eine eigene Meinung dazu. Ja, also generell muss man sagen, klar, viele, viele Vereine leben über ihre Verhältnisse und ich sage, und das trifft gesamtwirtschaftlich zu, jeder Verein, der nicht wirtschaftlich arbeitet, keine Reserven aufbaut, und eben von Finanzierungsrunden lebt und von Investments lebt, der hat es jetzt umso schwieriger, weil natürlich auch Investments zurückgehen. Das heißt, also Jengis hat auf jeden Fall
damit recht. Ich hoffe trotzdem, dass irgendwie auch alle da durchkommen. Ich denke, der E-Sport generell ist in einer ganz guten Position. Natürlich für Veranstalter strugglen ein bisschen, weil auch die Events wegfallen und Sponsoren natürlich auch für die Eventaktivierung zahlen. Das heißt, es ist für keinen wirklich einfach, muss man ganz klar so sagen. Aber es gibt deutlich schlimmere Branchen und ich glaube, im E-Sport kann man echt noch sagen, wir haben Glück gehabt. Obwohl ich auch jetzt jemand war, ich habe vor einiger Zeit auch natürlich Meetings gehabt mit dem Management jetzt, wie ich die ganze Sache sehe, und das hängt auch ganz stark davon ab, wie lange jetzt diese Quarantänezeit dauert, weil ein wirtschaftlicher Stillstand ist sehr gefährlich, führt zu großen Einschnitten, was die Budgets von Unternehmen angeht, wenn sie nicht sogar von der Pleite betroffen sind, führt zu großer Arbeitslosigkeit, was natürlich auch das Schlimmste wäre, und in der Folge auch zu einer wirtschaftlichen Rezession. Und das muss man eben vermeiden. Das heißt, alle Unternehmen, die gut gewirtschaftet haben, ein solides Geschäftsmodell haben, die sind jetzt in einer guten Position. Alle anderen, die immer quasi schon Schulden haben und massiv auf Investments angewiesen sind, auf Finanzierungsrunden, die sind in einer schwierigen Situation, weil natürlich Investoren jetzt auch eher Geld zurückziehen, nicht investieren, weil sie selbst vielleicht auch jetzt gerade kein Geld haben oder viel Geld verloren haben. Das heißt, bleibt spannend abzuwarten, wie viele Vereine jetzt auch in den Top 30 Counter-Strike oder sonst wo noch die Flügel strecken werden. Ne? Also ist auf jeden Fall keine einfache Situation, und letztendlich überleben immer nur die Unternehmen, die gut aufgestellt sind, einfach. Ja. Gut. Dann zwei kurze Fragen. Genau, wann kommt das Frack-Movie? Das fragt sich Lenz auch. Adam. Adam! Where's the Frack-Movie? Please, come on, man. Nee, Adam hat viel zu tun. Und genau, deswegen müssen Spaßprojekte und Internetprojekte erstmal zurückstecken. Und das ist auch wichtig. Spaßprojekt? Ja, das ist deine Mitarbeiterförderung. Ja, genau. Gleiche Frage in die gleiche Richtung geht. Wird das Big Staff Team bald auch in anderen Turnieren oder in der Damage Liga mal mitspielen? Ich glaube, das wäre unfair. Wir sind einfach, das ist einfach zu schlecht. Also müssen wir schon ein paar. Ja, glaube ich. Ich habe selber gemutet, das war schon mal gut. Das wäre natürlich unfair, aber zeitlich ist das auch super schwer für uns abzuleisten. Daniel ist so der Typ. Wenn du mit dem auf dem Event bist, der kommt zwar mit zum Event, aber du siehst ihn nicht. Er ist die ganze Zeit am Arbeiten. Wenn dann abends ins Bett gehst, sitzt dann Unterhose neben dir in seinem Einzelbett, und während ich einschlafe und nachts um 3 Uhr mal aufwache, sitzt er immer noch da und klopft in die Tasten. Ja, weil ich nicht einschlafen kann wegen deinem Schnarchen. Das ist ein anderes. Aber du bist immer noch am Tippen. Das heißt, du bist effektiver, wenn ich bei dir bin und schnarche, das ist okay. Ja, ja. Gut. Ja. Genau, also alle ZackMP4 mal auf Twitter taggen und just wie schreiben sie immer, Wax and Hades, einfach Where Frack Movie. Jeder mal im Chat. Dann eine Frage von Tom Young Lemke. Der du gemeinsam. Ein bisschen, oder? Kann das sein? Ich rausche? Rausche ich? Ein bisschen, oder? Nö, bei mir nicht. Chat? Mach ich mal leiser. Okay. Gemeinsam der Film ESO One Cologne 2018 geht immer auch verdammt gut rein. Gibt es Überlegungen, mit unveröffentlichtem Material einen Director's Cut zu produzieren. Wenn ich Zeit hätte, gerne. Ich schaue es mir immer gerne wieder an. Ich habe auch letztens, als Quarantäne wieder angefangen hat, auch nochmal geschaut. Und ja, ich weiß, wie lange ich damals dran saß. Ich weiß nicht, wie du, ich glaube, vielleicht sogar 200-300 schon dran gesessen, weil ich wirklich nach ESO One Cologne komplett durchgearbeitet habe, nach unserem Urlaub. ja, aber wenn ich mal einen freien Sommer habe, dann würde ich das auf jeden Fall gerne mal machen. Noch eine Frage von Tom an Lenz. Wie gehen die Spieler mit der Covid-19-Situation um? Naja, also du hast ja selber schon gesehen, sind den ganzen Tag zu Hause. Für sie ist es jetzt halt die einzige Umstellung, dass sie nicht reisen müssen. Wir haben Gott sei Dank jetzt gutes Internet. Das heißt, Online-Spiele kommen uns ein bisschen entgegen. Es gab zwar nachts jetzt mal ein paar Ausfälle, aber ansonsten läuft das ganz gut. Ich glaube, wir haben sogar noch eine alte Fitnesseinrichtung, wo die Jungs was für sich machen. Aber ja, sie halten sich an die Regeln, das ist auch wichtig. Das haben sie auch selber verstanden. Wir haben das gerade in L.A. mitbekommen, wie das alles angefangen hat. Und waren auch froh, dass wir nach Hause gekommen sind. Ich denke, das ist für keinen großes Problem. Und wir hoffen, dass es halt so schnell wieder rumgeht.
mit hoffentlich so wenig möglich Konsequenzen, also wenig wie möglich an Konsequenzen, und die Turniere bald wieder starten. Aber realistisch gesehen sehe ich das persönlich nicht vor September. Ja, nicht bei dir. Und Hartmut, Glatze, kommt morgen ein Foto. Das macht jetzt keinen Sinn, das hier auf dem Teppich zu rasieren. Außerdem habe ich den Schneider nicht hier. Muss ich noch holen. Sorry, gut. Beweis kommt aber. Genau. Dann vielleicht eine Frage zuerst an Daniel. Was war der von Julian auf Twitter? Was war der beste Moment seit der Gründung von BIC? Ja, also das glaube ich, die Frage kann man ganz einfach beantworten. Also für mich auf jeden Fall Esoman Cologne 2018. Also in der Arena, wie wir dann auch gegen FaZe gewonnen haben, das Halbfinale. Ich glaube, das war so mit der Moment, den ich glaube ich nie in meinem Leben vergessen werde. Das war extrem emotional auch. Ich glaube, da haben die wenigsten nicht geweint, irgendwie so ein bisschen. Ja. War unfassbar, das mitzuerleben. Und genau, also das ist auch etwas, was ich glaube, jeden von uns so ein bisschen bestärkt, immer weiterzumachen, weil sowas will man natürlich immer wieder erleben. Also das war mein bester Moment, ja. Ja, das Face-Game und auch danach, ja. Dann, als wir die Arena dann auch, wir waren noch recht lange in der Arena, wurden dann auch rausgeschmissen und rauseskortiert vom Arena-Personal, waren quasi die Einzigen noch in der Loge. Und dann draußen irgendwie auch Social Media die Videos zu bekommen, wie alle mit Hubkonzert draußen rumfahren und weiß nicht was, das war, ja. Ja, ja, und auch zu sehen halt, dass die ganze harte Arbeit der Spieler, also das kriegen ja wenige im Hintergrund mit, natürlich, wir lesen immer auch die vielen negativen Kommentare, wenn ich dann weiß, damals war das Team ja noch mit Fatih, also mit Gob und mit Tapsen, mit Joe, Smuja und Tizian und Nico war im Hintergrund. Wir alle wussten ja, wie viel Arbeit und Zeit und vor allen Dingen Leidenschaft, die da reingesteckt haben. Das war ja für die mehrere Wochen vorher quasi auch ihr Leben. Die haben sich extrem hart dafür vorbereitet. Und dann zu sehen, quasi für diese Menschen, die natürlich auch nur dieses Ziel haben, nicht unbedingt das Geld, sondern eben halt dort in die Arena reinzukommen und dann auch zu gewinnen. Das war halt für mich nochmal so das i-Tüpfelchen und zu sehen, wie die Familien von den Spielern auch dabei waren und sich für alle gefreut haben, das war für mich ein einmaliges Erlebnis, das werde ich auch nie vergessen. Ja. Also ich habe in der Tat drei Highlights, auf jeden Fall Cologne, das ist klar, dann natürlich Top 8 beim Krakau Major, das war auch so das erste Mal, dass ein deutsches Team das geschafft hat. Wobei, nee, ist gelogen. Es war das dritte Mal, aber das erste Mal, dass ich selber mit dran beteiligt war. Und auch Fatih damals. Das war auf jeden Fall was Besonderes. Und in dem letzten krassen Jahr von League of Legends auf jeden Fall der EU Masters Titel. Ja. Das war so der Lohn für harte Arbeit. Da hat wirklich jeder alles dafür gegeben. Aber das halt auch bei so einem Turniersieg. Das waren auf jeden Fall so meine drei Highlights gewesen. Es gibt noch viele kleinere. Zum Beispiel Kilsen, der die QuakeCon gewonnen hat. Ja. Ja, das war noch also das vergisst man ja auch. Wir haben ja echt auch viele, viele kleinere Titel. Auch der Kilsen ist ja schon so lange dabei und das war für ihn natürlich auch ein absolutes Karriere-Highlight. Er arbeitet ja auch so viel dafür. Und ich hoffe auch, dass dementsprechend dann auch die Wertschätzung eben zugutekommt. Weil er auch super, super viel arbeitet dafür. Und man muss natürlich auch wissen, klar, Counter-Strike ist nochmal ein ganz anderer Markt, da ist viel mehr Geld drin, aber gerade diese kleineren Titel, da spielen die Spieler eben auch für viel, viel weniger. Und umso mehr muss man eben so eine Leistung auch wertschätzen, weil die spielen halt mehrheitlich für das Preisgeld auch. Und wenn dann jemand wie Kilsen, der das schon seit knapp 15 Jahren professionell macht, mit über 30 Jahren, ich bin ja auch schon über 30 und wir alle sind über 30 hier, also in der Runde außer Philipp, das nochmal schafft, das ist natürlich, also da habe ich mich auch mega gefreut, eben für sowas, dass das funktioniert hat, ne? Gerade zum Ende seiner Karriere, dass er da nochmal die Chance hat, quasi so ein Turnier zu gewinnen. Ja, war noch ganz kurz davor, dass ich tatsächlich zur QuakeCon mitfliege, das hatten wir geplant. Und hat dann aber organisatorisch nicht geklappt und ich habe mich echt geärgert, ja. Ja, weil wir hatten ja so viele Events und hatten mir überlegt, soll jetzt dort mit hin oder dort. Das hat mich auch geärgert, weil das wäre natürlich
super gewesen, da über, ja, 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 der Kilsen, der schreibt hier gerade in den Chat. Ich wollte gerade sagen. Deine Karriere, also, Ende deiner Karriere, ich sage, du bist so im Herbst, du kannst natürlich weiter warten, bis du 40 bist, ganz klar, ne? Ja, genau. Vielleicht auch nochmal ein anderes Spiel wechseln. Und vielleicht bist du auch so mal ein Beispiel dafür, ein Spieler, der zeigt, hey, ich bin noch nicht fertig mit 33 oder mit wie alt bist du jetzt? 33? Ich glaube, du bist ein Jahr älter als ich. Dass du vielleicht auch bis 40 weitermachst, ne? Wie so ein Goalkeeper eben. Also Marcel darf auf jeden Fall so lange bleiben, wie er seine Hände noch kann. Ja. Gut, wir gehen mal weiter, damit wir haben nicht eine Menge Fragen. Die nächste kommt. Ich habe auch noch eine Frage. Wie kann es denn sein, dass Traulon vor mir verified ist? Warte mal. Erst kommen mal die wichtigen Leute dran halt, ne? Aber hey, es tut sich was. Es hat, also ich krieg natürlich immer noch DMs, wie man verified wird, weil ich es anscheinend als erster der deutschen Orgas geschafft habe, klar ein Verified zu bekommen, außerhalb der DC. Es dauert. Viel Geduld und gutes Zureden. Ja. Es könnte sein, dass ich die Twitter-Zentrale bald mal stürme. Ja, warte, jetzt Drawler. Guck mal, hier fragt einer, da fühle ich mich ziemlich geschmeichelt, warum sie. Oh, und Gott sei Dank mute ich selber wieder. Kein Problem. Leicht Cut-out. Cut-out, meine jetzt. Internetleitung. Ja, wahrscheinlich, meine Freundin ist auch irgendwie am Chatten. keine Ahnung, ja, das liegt auf jeden Fall auch am Red Bull. Wobei auf jeden Fall diese ganzen Spiele, die man so als Big Fan auch verfolgt, weil ich bin ja im Endeffekt auch nur ein Big Fan. Ihr wisst ja alle, wie manchmal das zum Haare raufen ist, was der Tapsen, unser Team da manchmal veranstalten. Also ich habe auch schon graue Haare, die zupfe ich immer so ein bisschen. Ja, du schön. Du siehst ganz schlimm aus. Lenz, ist kein Witz, mal. Ich habe echt graue Haare. Sorry Daniel, aber guck mal, wer verified ist. Nee, also das ist jetzt nur durch die Kamera. Ja, und Donny hat es auch geschafft. Das ist nur durch die Kamera. Hey. Ansonsten bin ich schon ein bisschen. Wenn ich bei diesem Rutsch nicht dabei bin, haben wir echt ein Problem, Phil. Da mache ich dich dafür verantwortlich, persönlich. Ja, ich habe diesmal gesagt, du schreibst alle deine Texte selber. Du Donny hast den ja auch korrigiert dann. Ja, klar. Ja, guck mal, ihr schreibt jetzt selbst, euer FIFA-Spieler hat das vor Lenz korrekt. Ja, Spieler sind ja auch wichtig. Oh, wait, was ist hier gerade reingekommen? Da sind 500 Euro gespendet worden. Oh, shit. Von Faven. Josef, bist du wahnsinnig? Mach doch sowas nicht. Vielen, vielen Dank, mein Freund. Aber ich kann mal generell kurz durchgehen. Das ist natürlich oberkrass. Josef, vielen, vielen Dank. Du bist ein Goldstück. Charlie, unser neuer Praktikant, hat gespendet. Scar ist auch die alte Attex-Legende und guter Kollege. Ein paar Anonyme. Franzi hat 50 reingehauen. Die wollte mich unbedingt mal ohne Haare sehen. Phil, 50. Zack. 75, nice, thank you, but you still have to do the OOO movie. Ein paar Anonyme, Johnny, 200 Euro von Johnny, sehr, sehr lieb. Nice. Sense, Chrissy, Yannick, vielen, vielen Dank. Paulsen, Tom hat was reingehauen. Oh, da kommen noch ein paar mehr. Charlie Horse, den kenne ich ja auch. Snapster, Olli, die Glatze glänzt, na super. Die glänzt wirklich. Anonym, 250 Euro, wer auch immer du bist. Vielen, vielen Dank. Skyfall, auch eine Legende, habe ich gehört. Evo, Yannick, Krimbo, vielen, vielen Dank. Sehr lieb von euch. Das wird alles gut ankommen. Vivi hat was reingehauen. UL Andi hat auch ein paar Euro reingehauen. Vielen, vielen Dank, Leute. Super, ja. Nee, also von meiner Seite kann ich euch nochmal sagen, also ich die Aktion, die Lenz da gestartet hat, wenn ihr da irgendwas spendet, auf jeden Fall in guten Händen und ich weiß, wie viel ihm das bedeutet. Das heißt, ihr müsst euch da auch gar keine Gedanken machen, dass es irgendwo versandet oder so. Das ist eine sehr persönliche Sache auch für ihn. Und wenn ihr ein bisschen was übrig habt und dann gerne einfach ein bisschen was dazu geben, das würde uns halt auch sehr freuen. Auch vielen Dank an all die, die das gepusht haben auf Social Media. Ganz besonders auch an Birdi. Du weißt, wir alten Leute haben echt anscheinend ein großes Herz. Vielen Dank, Mann. Gut, weiter im Text. Sasuke fragt auf Twitter, werdet ihr früher oder später euch dazu entscheiden, ein professionelles Valorant-Team auf die Beine zu stellen und seht ihr Potenzial im Spiel? Ich glaube, jetzt können wir auch mittlerweile mal drüber reden. Also wir haben uns natürlich mit dem Thema Valorant auch direkt auseinandergesetzt, als es angekündigt wurde, weil es na klar ein Shooter ist. Wir gute Erfahrungen gemacht haben mit Riot, tolle Zusammenarbeit.
Und das Spiel halt sofort auch Potenzial gezeigt hat, vor allem in der Zeit, wo, naja, wir wissen, ne, von CS und Valve kommt nicht immer so viel. Riot ist dafür bekannt, auch relativ viel zu kommunizieren. Haben tolle Leute dahinter, wurde alles schon erzählt. Und genau, wir haben uns intern aufgestellt und sagen wir, eine kleine Taskforce gebildet mit dem guten Gob, der, glaube ich, immer noch streamt, dem Dadosh, Avindir, unserem LoL-Coach und mir. Und genau, haben einiges geplant, viele Pläne schon aufgestellt. Natürlich durch Covid-19 oder Coronavirus ist auch vieles im Moment nicht möglich. Aber ja, unter den ganzen Plänen ist natürlich, oder was heißt natürlich, ist auch ein Team dabei. Ja. Genau, Timeline sieht man. Also ich glaube, begonnen hatten wir damit ja schon im Oktober letzten Jahres genau, die ersten Überlegungen gemacht. Also es ist etwas, was uns sehr intensiv quasi jetzt auch verfolgt letzten paar Wochen und Monate. Und also wir sehen das auch gar nicht jetzt so unbedingt, hey, wir sind jetzt gegen Counter-Strike oder sowas, sondern ich denke einfach, warum nicht ein Spiel supporten, was Potenzial auch hat. Und man hat ja auch bei Dota 2 und League of Legends gesehen, dass beide Szenen perfekt auch koexistieren können. Man sollte sich dann auch nicht so sehr irgendwie verfeinden und sagen, ja, das Spiel ist Dreck und so weiter und so fort. Ich glaube, dass Riot ein super Publisher ist, die ein sehr gutes Spiel entwickelt haben. Und jetzt auch, wie sie das jetzt starten, ist, glaube ich, auch absolut der richtige Weg. Und eben für uns ist das auf jeden Fall eine Sache, mit der wir uns sehr ernsthaft beschäftigen. Und da werdet ihr uns auf jeden Fall, ja, solltet ihr uns verfolgen auf unseren Kanälen. Da werden wir noch das ein oder andere announcen in den nächsten paar Wochen und Monaten. Danke für 100 Euro an Final Gaming. Wahrscheinlich Tim. Nice. Nice von dir. Vielen, vielen Dank. Auch Verbandskollege. Grüße gehen raus. Aber ja, wie viele auch an meiner Aktivität sehen und morgen wird es noch eine kleine Überraschung geben. Ja, wir zocken viel und Fatih streamt, glaube ich, immer noch. Und die macht das Spiel auch sehr, sehr viel Bock. Ich glaube, er ist off. Nee, hat auch. Ja, ist off. Genau, hat meine Discord-Nachricht leider nicht gesehen. Ich glaube, er hat mehr gestreamt als geschlafen die letzten Tage. Ja. Ja, er kellert das wirklich. Aber das ist so, er, ne, wenn er sich so reinfuchst, dann klemmt er sich wirklich dahinter. Also eine gute Zwischenfrage hier: Ist die Valorant Taskforce eine Ausrede, dass Phil zocken kann? Ein ganz klares Ja. Ganz klares Ja. Okay, gut, alles klar. Das ja, also weiter ich auch gar nicht. Ja, also das Gute im E-Sport ist generell ja, dass ich auch als Mitarbeiter bei uns mit den Spielen befassen muss. Das ist ja Pflicht, das gehört zum Arbeitsalltag, dass man auch spielen muss. Von daher ist es auch nicht jetzt ganz negativ sehen, wenn jemand spielt. Aber natürlich muss ich auch der Phil Zeit nehmen für alles andere, sodass er das halt am Rande machen muss. Genau. Ja. Nee, also gab auch die Frage so zu Zeitplänen, Arbeitsplänen, wie wir uns einteilen. Ist natürlich schwierig, weil es gibt Tage, da startest du um 10 Uhr und machst bis 2 Uhr. Es gibt Tage, da startest du um 7 Uhr morgens, machst deine Arbeit bis 11 oder 12, bist quasi durch, machst deine Meetings und hast dann quasi auch Freizeit ab und zu, wenn keine größeren Projekte anstehen. Oder man hat einen Tagesrhythmus wie Daniel, steht um 7 Uhr auf und geht um 3 Uhr pennen und arbeitet und durch. Und in den 4 Stunden steht dazwischen. Sagen wir mal 8 Uhr, weil es nicht übertreiben. 8 Uhr stehe ich auf. Ja. Also mein Tagesablauf ist meistens so, 8 Uhr stehe ich auf, mache morgens die E-Mails, damit das meistens viele auch Telefonate mit, auch Phil und manchmal auch Len zusammen. Oder tolle Sprachnachrichten. Sitze an allen möglichen Projekten, Verträgen, Partnerschaften, Angeboten. Dann mache ich auch mal was mit meiner Freundin zwischendurch. Aber meine Hauptarbeitszeit ist eigentlich dann erst abends, weil ich da Ruhe habe und dann sitze ich halt oft so auch bis 2 Uhr da. Da wundern sich auch viele, dass ich, also viele Partner, dass ich manchmal um 2 Uhr nachts halt eine E-Mail schreibe. Aber also Andi, ich hoffe, du kriegst übrigens bald deinen Key. Wir wünschen, dass wir auch mal eine Runde riffeln können demnächst. In CS klappt es ja schon nicht mehr. Übrigens, Andi haut auch nochmal 5 Monate oder 5x1 Monat Premium bei eSportal raus. Können wir auch noch mit aufnehmen. Vielen, vielen Dank. Sehr schön. Ja, wollen wir mal das erste für Giveaway? Ich glaube, jetzt haben wir ein bisschen Zeit. Ich würde sagen, wir hauen mal 5 Gutscheine vom Baron raus, oder? 5x5 Euro. Also ich habe hier ein tolles Tool. Du sagst an, genau. Dann machen wir einfach Ausrufezeichen, Skin Baron und er startet jetzt. Ihr habt die, gucken, ob dieser tolle Bett
startet. Und wo sollen die Leute sich melden? Am besten bei dir. Am besten bei mir in den DMs, Twitter-DMs, die sind eh offen. Aber wobei, nee, schreib mir, ich habe ja die Codes schon. Schreib ja, genau. Mir eine Twitter-DM. Ja. Am besten vorher eine Frage, ob ihr einen Team-Lens anbieten könnt. Das kommt immer super an. Genau, ich lasse mal eine Frage laufen. Was? Ja, die kriege ich auch die ganze Zeit. Genau, welche Hürden von ByMaxG auf Twitter, welche Hürden begegnet man bei der Gründung einer E-Sport-Organisation? Daniel. Wer hat das gefragt? ByMaxG. Da kannst du die Frage auch beantworten. ByMaxG. Ja, also welche Hürden generell, also da ist natürlich so ein E-Sport-Verein oder generell, wenn man etwas Neues beginnt, ist es immer ein super komplexes Unterfangen. Also mein Motto ist immer, let's start, einfach mal loslegen. Natürlich brauchst du irgendwie vorher auch einen Businessplan mit den Grundzielen, die du hast. Wobei kann ich dir gleich sagen, unser Businessplan, den wir 2017 oder 2016 anfangs gemacht hatten, der war vollkommen, sag ich mal, für die Katze. Zumindest war extrem unterbewertet. Die Entwicklung war viel, viel besser, als wir das geplant hatten. Das heißt, im Businessplan so jetzt Zahlen aufzuschreiben im Sinne von, hey, ich plane jetzt im ersten Jahr den Umsatz, im zweiten Jahr irgendwie den Umsatz, im dritten Jahr den Umsatz. Das lässt sich ehrlicherweise kaum berechnen und kaum planen. Das sind viel zu viele Faktoren irgendwie involviert. Das heißt, natürlich brauchst du einen guten Plan am Anfang. Ich denke, das Wichtigste ist irgendwie, dass du dich auf ein Kernprojekt irgendwie fokussierst. Das heißt, ich würde jetzt nicht gleich 5 Teams starten, sondern so wie wir, fangen erstmal mit einem irgendwie Team an. Das ist schon schwer genug. Da brauchst du erstmal die richtigen Leute dafür. Ne? Da bin ich auch ehrlich, wir hatten einen großen Vorteil. Wir hatten halt Fatih, wir hatten Tapsen, wir hatten Keith, wir hatten Legia, wir hatten Joe, also Nex. Best-Case-Szenario, das waren die 5 besten deutschen Spieler damals. Das ist aber natürlich nicht einfach, auch solche Spieler irgendwie zu kriegen. Das heißt, die Hürde Nummer 1 ist, du brauchst irgendwie ein gutes Team schon mal von Anfang an. Und dann im Nachhinein musst du dich um die Betreuung des Teams kümmern, das ist Hürde Nummer 2. Da muss jemand da sein, das ist für uns vor allen Dingen auch Yilmaz, der sich auch um viele geschäftliche Dinge kümmert, auch Geschäftspartner in vielen, vielen Belangen, der da einfach auch Teambetreuung übernimmt, viele andere Sachen im Verein, der extrem, sehr, extrem wichtig ist. Ich sage immer, Yilmaz ist der wichtigste, Yilmaz Ozan ist der wichtigste Mann hier bei uns in der Organisation. Und dann brauchst du natürlich gute Leute auch wie Christian und wie Philipp, die das Ganze eben vermarkten. Weil wenn das Team Erfolg hat, dann heißt es nur lange nicht, dass du dann auch die Sponsoren kriegst oder die Partner kriegst. Das heißt, um dich zu finanzieren, brauchst du eben natürlich die Sponsoren. Du musst ja Gehälter zahlen, die auch heute nicht mehr niedrig sind. Du musst deine Mitarbeiter irgendwie bezahlen und da brauchst du gute Partner. Und da brauchst du echt gute Leute, die halt eben im Marketing arbeiten, im Vertrieb arbeiten und im Teammanagement arbeiten. Und das muss irgendwie alles gut laufen, gut koordiniert sein. Und das sind schon große Herausforderungen, aber nichts ist unmöglich. Ich meine, wenn man sich da stark mit befasst und geschäftlich denkt und auch viel, 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 viel Arbeit reinsteckt, also das ist nicht mit einer 40-Stunden-Woche getan, sondern also da muss man schon bei vielen, und ich glaube, wir alle verzichten auf unser Wochenende, wir haben kaum Urlaub, musst du durchgängig quasi auch 80 Stunden in der Woche mindestens arbeiten, damit du halt auch so einen Verein erfolgreich machen kannst. Und das muss deine Leidenschaft sein, weil wenn du keinen Bock drauf hast, dann arbeitest du halt auch keine 80 Stunden in der Woche oder 90 oder 100 sogar. Ja, ja, schön zusammengefasst. Gut. Jetzt war der Geschäftsführer. Ja, ich roll mal, wie viel haben wir? 5, 4? 5 mal? 5. 5. Okay, dann räumen wir mal den ersten. ich schreibe die Namen in unseren Chat. Das ist RNCS. Ihr könnt, Lenz, glaube ich, sogar eine Nachricht. Die DMs-Anfragen sind offen. Genau. Wenn ich die Leute nicht eindeutig identifizieren kann, fordere ich euch auf, nochmal mich anzuwispern. Kann ich neu rollen?
Roll. Daniel 68. Da? Ich schau gerade mal. Also Aaron CS, Daniel 68. Genau, dann haben wir Messi. Daniel Wetgui oder Wetgui Nummer 3. Nummer 4 ist Dildo Schwaggins. Also wunderschöner Name. Guy. Und das ist Nummer 5. Wenn sich noch was ergibt, dann werden wir das einfach später. Oh, Dildo Schoggins. Das ist ein geiler Name. Oh. Keine Angst, Prometheus, kommen noch ein paar Runden. Ist meine Cam gone? Warum ist meine Cam ja, gone? Ja, deine Cam ist gone. Eine Sekunde. Soll ich mich nochmal neu einwählen? Discord? Nee, ich hab dich. Ich hab dich. Er hat irgendwie die Szene ja, okay. nicht mehr gegriffen. Okay. Gut. Dann die nächste Frage. Zup, zup, zup. Aber wobei hier die Leute, besser als eine Twitter-DM, schreibt mich ein, whispert mich einfach hier an. Ich habe die Codes, dann haue ich direkt raus, genau, bei wunderbar. Twitch anwhispern und dann mache ich das. Gut. Und ich glaube auch vom gleichen Fragesteller kommt, um aus anderen klassischen Branchen, beispielsweise Marketing, den Weg in den Sport zu finden. Welche Voraussetzungen seht ihr für Fachkräfte, also wahrscheinlich Studierte, und welche Tipps, beispielsweise bereit sein für monetären Verzicht, würdet ihr den Personen mit auf den Weg geben? Auch für dich, Daniel. Nochmal? Okay, warte, ich lese mir die Frage auch nochmal durch. Ich verteile mal gerade die Kurse beantworten. Ja. Also ich bin ja auch nicht, also klar, ich hatte irgendwie ein Background im E-Sport als Spieler auch und ja, war später so ein bisschen Team-Captain, aber ich hatte jetzt auch nicht den klassischen Background dann im E-Sport. Also was man, denke ich, machen muss, wenn man jetzt noch nicht so sehr drin war, keine Erfahrung hat, sollte man das so ein bisschen als eine Art Praktikum sehen. Ja? Also, dass du quasi anbietest, dich bei gewissen Vereinen als Praktikant zu bewerben, um dort eben Erfahrung zu sammeln, wie du dich einbringen kannst und dann auch rauszufinden, was deine Stärken sind und den Verein dann quasi eben auch bestmöglich unterstützt. Und ich sehe es da schon, weil im E-Sport ist es generell noch so, ich glaube, bei vielen Vereinen sind die Kassen jetzt auch nicht prall gefüllt. Und die meisten suchen sich natürlich schon dann Leute, wenn sie dann Geld ausgeben, die schon gestanden sind. Das heißt, wenn du ohne Erfahrung in den E-Sport rein willst, wäre der erste Weg, dass du zumindest für 1, 2, 3 Monate das ohne monetäre Leistung irgendwie anbietest und sagst, hey, ich will arbeiten, ich mache, wenn ihr irgendwelche Aufgaben seht, ich mache, was ihr wollt. Das habe ich damals gemacht. Ich auch. Auch, genau, das hat jeder von uns gemacht. Gebt mir einfach irgendwas, ich mache, was ihr wollt, wo ihr mich braucht. Und dann kann man eben schauen, wohin der Weg geht. Ne? Weil wenn man keine Erfahrung irgendwie hat vorher und auch nicht eine Fachkraft ist für den Bereich, dann sofort auch Geld zu verlangen, das wird schwierig. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass du halt eben genommen wirst und dass der Einstieg eben gelingt. Das heißt, wenn du einen Einstieg suchst, bietest du dich an, du würdest gerne arbeiten, du kannst ja nach wie vor deinen normalen Job weitermachen, erstmal, das ist deine Haupteinnahmequelle, aber parallel versuchst du dann halt im E-Sport irgendwie Fuß zu fassen und Stück für Stück dein Wissen aufzubauen, deine Experience aufzubauen, deine Haufe aufzubauen und dann irgendwann kannst du natürlich auch die Anforderung stellen, hey, ich mache jetzt so viel für euch, wie sieht es denn jetzt auch finanziell aus? Können wir uns da irgendwie einigen? Und wenn du gute Arbeit geleistet hast, und darauf kommt es dann im Endeffekt an, weil man muss auch ganz klar sagen, wir sind wie alle anderen Clubs auch ein Unternehmen. Wir müssen Mitarbeiter finanzieren, bezahlen. Wir müssen gucken, dass alle ihren Lohn bekommen, um ihre Miete zu zahlen, Essen zu finanzieren. Das heißt, wir können keine Spenden verteilen. Wir müssen natürlich schon wie ein Unternehmen auch denken. Aber wenn du dann gezeigt hast, dass du das Geld verdient hast, dann kriegst du das auch. Ne? Also ja. Da sind wir immer hinter dran her. Wobei ich immer noch sage, die Gehälter im E-Sport sind immer noch geringer als in vielen klassischen Branchen. Aber das wird sich bessern. In ein paar Jahren ist das dann wahrscheinlich sogar so, dass die E-Sport-Leute vielleicht auch sogar zu den Top-Verdienern gehören. Ne? Ja. Also, aber das macht halt auch schon mehr Bock, ne, als ein normaler Job. Ja, das auf ist jeden auch Fall. Schön, ne? Ja. Gut. Ich hau mal kurz auch nochmal eine Frage dazwischen vom Birdi.
geht an dich, Daniel. Was sind geschäftlich die Ziele für BIC in den nächsten Jahren? In welche Richtung würdet ihr gerne ausbauen? Welche Projekte liegen bei euch im Kopf? Ob wir auch schon mal an so Ausbildung, Dualstudium, Firmenausbau gedacht haben? Guter Punkt. Naja, also nächsten fünf Jahre hast du gesagt. Ja, in den nächsten Jahren. In den nächsten Jahren. Also das ist im E-Sport generell eine sehr lange Zeit. Du weißt nicht, ob Counter-Strike in 5 Jahren noch da ist, aber ich glaube fest dran. Du weißt nicht, welche Spiele dann da sind. In 5 Jahren, ich meine, wenn du jetzt guckst, wie die Welt 2015 war, das war auch eine komplett andere, da gab es viele Spiele noch nicht, die es heute eben gibt. Die Vereine waren viel kleiner, auch die Gehälter generell waren viel, viel, viel geringer. In 5 Jahren wird sich extrem viel verändern im E-Sport wieder. Es kommen vielleicht neue Technologien dazu, die jetzt noch niemand auf dem Schirm hat. Das kann in 2 Jahren erstmal so genannt werden und in 5 Jahren ist es auf einmal aktuell. Das heißt, man muss als Verein auch immer sein Geschäftsmodell irgendwie aktualisieren und gucken, was kommt. Aber wenn ich jetzt uns betrachte, wo wir uns in 5 Jahren sehen wollen würden, ist, und das war ja auch immer von Anfang unser Anspruch, dass wir in 5 Jahren auf jeden Fall die Nummer 1 in Deutschland sind, ja? Mit unseren Teams, in denen wir eben irgendwie vertreten sind, dass wir mit diesen Teams auch in der Weltspitze mitspielen können, was wir ja auch mitunter schon bewiesen haben, aber auch dann wären wir, glaube ich, alle super happy und super zufrieden, wenn wir dann auch große Titel gewinnen, wie beispielsweise statt Zweiter zu werden in Köln 2018, dass wir auch so ein Turnier mal gewinnen. Und wenn wir das schaffen in 5 Jahren, dann bin ich happy. Und wenn wir auch vielleicht in neuem Spiel noch sind, was da eine Relevanz hat und vor allen Dingen auch die Fans immer noch haben, die wir heute haben, weil wir wollen uns natürlich auch so aufstellen, dass ihr uns auch noch mögt irgendwie in Zukunft und auch zu uns hält, weil ohne Fans sind wir ja auch nichts. Ne? Das heißt, A und O ist natürlich immer noch, dass wir auch echt eine coole Community einfach haben, die uns unterstützt als Verein und wenn der sportliche Erfolg dann stimmt und alles andere auch, ich glaube, dann haben wir in 5 Jahren genau das erreicht, was mich und alle anderen bei uns halt auch glücklich macht. So. Wir machen nochmal einen letzten Aufruf für Wet Guy. Wet Wui. Ja. Letzte Chance, sonst gehen wir den Kina her mit raus. Du hast im Giveaway gewonnen. Nicht schlimm. So, ich würde auch während der nächsten Frage auch das nächste laufen lassen. Was haben wir denn noch so für Feines? Ja, dann lass für die nächsten. Okay, eigentlich ist der Zug abgefahren. Hau einfach sechs Keys raus. Fertig. Für? Skin Baron. Ziehen wir Skin Baron durch. 6? Ja. Wir hatten doch gerade 5. Ja, ich weiß, aber der 5. hat sich nicht gemeldet. Der Rest hat jeder schon den Key bekommen. Also noch einmal, oder was? Mhm. Okay, dann geht's aber ganz schnell. Okay. Ja. Dann geht's. Auch nochmal ein kurzer Aufruf. Wir sind knapp 92 Euro vor den 2000 Euro. Sind die 2000 Euro erreicht, werden Daniel und ich das Ganze gleich auf 3000 Euro pushen. Sofort. Und dann gucken wir noch schon mal die Seite öffnen. Ein cooles Ziel finden, um das Ganze noch in die Höhe zu treiben. Vielleicht muss ich noch ein paar Kilo abnehmen. Aber schauen wir mal. Ja, das hast du schon auch versucht. Ja. Teamwechsel. Ja. Mr. Miau fragt, wie wird entschieden, welcher Academy-Spieler im Big Team gerade spielen darf? Lenz, auf geht's. Also prinzipiell entscheidet es der Coaching-Staff. Das wäre in dem Fall dann Tobi, Turgux und Fatih. Wir haben das jetzt am ersten Spieltag so gemacht, weil wir gesagt haben, okay, es macht Sinn, dass Prosus anstatt Jan spielt. Einmal, weil das ein gutes Matchup für ihn ist und auch, weil wir einen 17-Jährigen nicht dazu zwingen wollen, dass er Englisch ansagt. Jan wird natürlich andere ESL-Meisterschaftsspiele spielen. Der Einzige, der nicht aussetzen wird bei uns im Team, wird definitiv Jaros sein. Wie viele andere noch aussetzen, wie viele Academy-Spieler wir noch einsetzen, das lassen wir uns mal offen. Ist auch natürlich eine kleine Überraschung. Wichtig ist natürlich, dass der Spieler ungefähr so die Position spielt von dem Spieler, die er ersetzt. Und in dem Sinne wählen wir das dann auch vor außen, sprechen uns da ab. Wir sagen den Spielern auch ein paar Tage vorher Bescheid. Dann haben die natürlich die Möglichkeit, sich ein paar Demos anzuschauen und an dem ESL-Matchtag, dann werden die Spieler auch einen kompletten Trainingstag mitmachen. Sprich, Prosus hat jetzt zum Beispiel gegen Vitality und Complexity mitgepackt. Und ja, das ist für ihn auch eine sehr, sehr gute Erfahrung. Ich glaube, er konnte unheimlich viel mitnehmen. Ich finde auch, er hat sich richtig gut geschlagen.
Natürlich verlieren wir die zweite Map, das darf nicht sein oder soll nicht sein, ist aber nicht so schlimm. Wir wollen am Ende in die Playoffs kommen und ist egal, ob wir Erster, Zweiter oder Dritter in der Gruppe werden. Es ist einfach nur wichtig, dass wir unser Punktepolster halten und auch den Academy-Spielern ohne Druck eine gute Einsatzchance geben. Ja. Wunderschön. Ich hoffe, das wurde geklippt, das war schön zusammenhängt. Gut. Der Krieger ist Big Krieger. Genau, hast du wunderbar damit auch durch. Jawohl, der hat mich schon angeschrieben. Und, Krieger. Für die nächste, genau, können wir während der nächsten Frage laufen lassen. Was haben wir denn noch für eines, Christian? So, 3, 4, 5, zack. Muss gerade den Code raussuchen. Big Krieger, zack. Und da hast du ihn. Gönn dir. Vielleicht die Corsair-Maus. Ja, warte. Die habe ich auch hier. Grüße gehen raus an Corsair. Moin, Corsair. Wunderbar. Okay, das machen wir während der nächsten Frage. Die kommt nämlich von Niklas Timmermann auf Twitter. Wie geht Big mit der Tatsache um, dass Erfolg im E-Sports schlecht planbar ist? Was sind die erfolgsunabhängigen Assets? Ja. Lass das noch ein bisschen laufen. Wir haben nämlich die 2000 Euro geknackt. Ich sag mal kurz, danke für die Spenden von 2100 sogar direkt. Tapsen 93 Euro reingehauen, um es aufzurunden, aber wurden dann direkt nochmal von Sense 10 Euro draufgehauen. Anonym und Adi haben auch nochmal 92 und 10 Euro gespendet. Da sage ich vielen, vielen Dank, damit wir das direkt begleichen. Ja, ich bin schon, ich glaube, ich hab's. Ich bin schneller, warte. Ja, du bist schneller, herzlichen Glückwunsch. Ja, wahrscheinlich schon vorgemacht. Ich glaube, ich muss meine Haare auch abrasieren, ey. Aufgerundet. Ja, also wenn wir 4000 erreichen, sind deine Haare. Was hältst du davon? Ja, okay, why not? Wir haben bei 4000 Euro fallen fällt. Ja, bei 4000 fallen wir auch. Ja. Daniel, du bist bei 5 dran, das weißt du, ne? Nee. Guck mal, mach ich lieber irgendwas anderes. Seite hier. Schöner Pflaum. Ja, gut, was los da oben trifft, ist ganz gut, ja. Weiß ich, muss noch zu unseren Sponsoren fahren und so. Die Dinge alle, ich hätte irgendwas. Oh, ich bin bei PayPal beim Firmenaccount eingeloggt. Natürlich nicht. Ja, Vivi, du darfst mich ja sehen, wenn wir die 4K haben. Du schaffst das bestimmt. Nee, bei 4K mache ich. Daniel bei, ja, komm, Daniel. Ich hab schon. Wir sind jetzt bei 2,6. Also nee, ab wann fallen deine Haare? Ach so. Meine Haare, Mann. Oh Gott, im Himmel. Ich weiß nicht, ich habe schlechte Gene, also. Okay. Und meine sind auch drin, ne? 3.100 Euro. Danke, Daniel, auch bei dir für mittlerweile schon 600 Euro, die du da reingeknallt hast. Nice. Das ist nicht selbstverständlich. Gerne, ich weiß ja, wie ich viel. Und danke nochmal an alle anderen fürs Pushen, fürs Teilen. Aber ich glaube, bei 5000, Daniel, musst du auch halt Kartschlag machen, ne? Also. schnell. Das war jetzt vorher nicht Stream abgesprochen, Leute. Meinst du meins war abgesprochen? Ich glaube, das bringt mich jetzt in eine sehr brenzlige Lage. Glaubst du, deine Autogrammkarte reißt das raus? Also eigentlich schon vom Wert her, aber. Ja. Ich habe nur eine von Kief hier liegen. Gut, aber zurück zur Frage von Niklas. Genau, wie geht ihr mit der Tatsache um, dass Erfolg im E-Sport schlecht planbar ist? Erfolgsunabhängige Assets. Da können wir uns, glaube ich, gut ergänzen. Ja, das ist nichts für mich. Also grundsätzlich hat Niklas da absolut recht. Das ist auch ein Riesenproblem von Niklas Timmermann. Der kennt sich ja auch bestens aus. Also man muss ja immer damit rechnen. Ich glaube, das hatten wir ja auch 2019, dass es mal längere Zeit sportlich überhaupt nicht läuft. Und als Verein ist man eben halt auch vor allen Dingen auf die Sponsoren angewiesen. Also das sind ja die, die auch natürlich alle Gehälter zahlen, in gewisser Weise. Also auf die Einnahmen ist jeder Verein angewiesen. Und Sponsoren kaufen eben neben der Reichweite, die wir haben grundsätzlich, auch weil wir auf den großen Events auch spielen, kaufen die auch die Hoffnung auf Erfolg. Und da ist es so, dass wenn das natürlich wegfällt, dass es ein Risiko ist. So, und ein Mittel, wie im Aktienmarkt auch ein Risiko irgendwie zu streuen, ist Diversifikation. Das heißt, man kauft nicht nur eine Aktie, man kauft halt viele Aktien und verteilt sein Geld darauf. Das heißt, bei uns im E-Sport, okay, wir haben nicht nur ein Team, wir haben mehrere Teams. Bedeutet, wenn ein Team erfolglos ist und man eine schwere Zeit hat eben, dann hat man eben hoffentlich auch noch andere Teams, die auch erfolgreich sind. Und ich glaube, das hatten wir gerade 2019. Wir hatten echt Pech und eine schwere Zeit in Counter-Strike, obwohl wir super, super viel gemacht haben. Und ich will den Spielen auch gar keinen Vorwurf machen. Jeder hat da alles irgendwie gegeben. Es gab einfach viele
viele Sachen, die ja nicht funktioniert haben. Das ist auch mit unserer Schuld dann im Endeffekt. Aber in League of Legends zum Beispiel haben wir da irgendwie 5 Meisterschaften gewonnen. Das war dann auch mehr oder weniger hat uns auch der Lenz dazu gedrängt, dass wir das machen am Anfang des Jahres, dass wir in LoL bleiben. Dann hatten wir. Phil. Danke, Phil. Ja, genau. Also, ne, das ist auch immer eine gemeinschaftliche Entscheidung, auch zwischen uns allen, auch die CS-Spieler, dass ihr das auch alle mal wisst. By the way, ist die Qualität gerade schlecht, weil mein Stream ist hier gerade ein bisschen verpixelt. Seht ihr mich alle noch gut? Keine Frames gedroppt. Ja, alles klar. Alles klar. Also, by the way, bei uns ist es auch so, nur dass ihr das wisst. Dann ist also, Mike fiebt. Warte mal, bei mir aber nicht. Bei dir, Lenz? Nee, bei mir auch nicht. Nee. Ah, okay. Also, bei uns ist es so, wenn wir quasi entscheiden, ein neues Spiel reinzugehen, euch so vorstellen, wir, der Yilmaz und ich, wir berufen dann ein Meeting ein. Vielleicht kommt vorher der Vorschlag von Lenz oder von Philipp, hey, sollten wir vielleicht in League of Legends reingehen oder sollten wir in Valorant reingehen? Und dann machen wir ein Meeting, wir machen, besprechen das, machen auf euch eine Präsentation und überlegen dann gemeinsam, das heißt, da sitzt dann auch jemand wie Kevin, der Keith und Fatih und Tapsen und dann auch Joe. Ja, genau, und Joe und sitzen da und auch die anderen, auch Tizian und Tobi, Fatih und wahrscheinlich habe ich jetzt jemand doppelt genannt, aber es war wurscht, Fatih, wir sind mittlerweile so viele. Richtig, da darf er zweimal nennen. Ja, genau, Fatih muss man zweimal nennen, aber wir sitzen dann da und besprechen echt zusammen, also jeder einzeln hat eine Stimme, hey, sollen wir das machen oder sollen wir das nicht machen? Und dann entscheiden wir, okay, wir machen das und gehen da rein und bedeutet aber für die Counter-Strike-Spieler, nur damit ihr das auch mal wisst, wir hätten den Counter-Strike-Spielern in den letzten 1-2 Jahren wahrscheinlich viel mehr Gehalt auch zahlen können, aber die Counter-Strike-Spieler haben entschieden, weil es gut für den Verein ist, okay, wir wollen, dass wir auch in League of Legends reingehen, weil es natürlich auch unseren Partnern einiges mehr bringt und im Endeffekt haben alle Counter-Strike-Spieler auf Gehalt verzichtet, dass wir League of Legends machen können. Ja, und so diversifizieren wir uns. Das heißt, wenn das CS-Team mal nicht erfolgreich ist, dann ist das League of Legends-Team vielleicht aber erfolgreich und auch dann ist der Marcel, der Kilsen, in seinem hohen Alter dann noch erfolgreich. Und so kann man das Ganze eben ausbügeln. Das heißt, man muss schon gucken, dass man sich ein bisschen diversifiziert, dass man mehrere Teams halt hat, auch Best-Case-Szenario. Astralis fährt ja ein bisschen eine andere Strategie. Die haben ein Hauptteam, das ist im Counter-Strike. Dann haben sie mit Origin ihr League of Legends-Team. Und dann haben sie Future FC, wenn ich mich jetzt nicht gerade täusche, für FIFA. Das heißt, sie haben immer nur eine Marke mit einem Team. Aber wenn das eine Team dann nicht gut spielt, dann haben sie tendenziell schon ein Problem. Und wir sind eher ein Multigaming-Verein, wie auch Fnatic, und können das ganze Risiko ein bisschen verteilen, sodass auch unsere Partner dann happy sind, selbst wenn mal ein Team eben nicht gut ist, was immer mal passieren kann, weil man hat nicht immer alles unter Kontrolle. Da können so viele Sachen passieren, auch hinter den Kulissen. Ja, oder auch das Corona-Virus jetzt oder auch generell persönliche Geschichten. Man hat nicht immer alles unter Kontrolle. Das heißt, man muss eben gucken, dass man das diversifiziert. Dann haben wir noch echt coole Streamer an Bord, auch ein paar Streamerinnen, ein paar Streamer, die uns da unterstützen, aber nur als Partner eben, die auch dann nochmal einen Ausgleich bieten. Das heißt, das andere Standbein ist so ein bisschen Entertainment eben. Also man hat dann eben Streamer, die dann für uns auch streamen und auch uns repräsentieren als Einzelfiguren, als Streamer. Und auch das ist irgendwie ein Standbein neben unseren Streamern, neben unseren Profispielern, die als Streamer unterwegs sind. Da ist jetzt gerade Fatih super aktiv. Für den ist das natürlich auch das sieht das ja auch als Unterstützung für den Verein. Das heißt, der macht das nicht nur für sich. Also ihr solltet wissen, Fatih streamt gerade sehr viel und ihm macht das auch echt viel Spaß. Aber Fatih macht das auch echt für alle anderen bei Big, die dort aktiv sind. Der macht das für einen Kilsen, der macht das für einen Massa, der macht das für einen Showtime, der macht das für das League of Legends Team und der macht das für das Counter-Strike Team und das Academy Team. Weil er ist auch ja, natürlich Anteilseigner und er will, dass es eben allen anderen irgendwie auch gut geht. Und natürlich macht es ihm auch Spaß und er will ein neues Spiel ausprobieren. Aber dass Fatih das streamt, das ist jetzt keine Selbstverständlichkeit. Wir haben den auch in keiner Weise dazu gezwungen. Fatih hat gesagt, er macht das. Er findet das cool und er will uns unterstützen. Und das Beste ist ja, es macht ihm auch Spaß und er hat Erfolg. Das heißt, wenn ihr Fatih da unterstützen wollt auf seinem Stream, wäre eine super Sache. Weil ich denke halt auch, er hat
mit Sicherheit wird den Leuten wie in Counter-Strike auch halt auch super, super viel mitgeben können. Er wird sich da sehr schnell reinfuchsen und wird auch mit Sicherheit auch ein extrem krasser Spieler werden in dem Spiel. Das ja. heißt, wenn ihr da die unsere Leute unterstützen wollt auf den Streams, dann ist es auf jeden Fall, sind wir sehr dankbar darüber und hilft dem ganzen Verein, weil es natürlich auch unseren Werbewert irgendwie erhöht vor den Partnern. Im Endeffekt ist es natürlich auch ein Geschäft, aber letztendlich sitzen wir da alle in einem Boot und genau, wollen da einfach für die ganzen Jobs natürlich auch erhalten. Wir wollen, dass alle bei uns bleiben und letztendlich dann auch langfristig mit allen weitermachen und Erfolg haben einfach. Ne? An der Stelle kurzer Einwurf, Phil. Wir könnten mal die Maus gleich genau. ziehen. Ja, den Gewinner. Auch. Danke auch nochmal für neue reinkommende Spenden nochmal von Franzi und von Anonym und Prometheus. Vielen Dank. Und natürlich auch danke an also Phil, für die Maus. Wie fühlst du dich denn so? Bist du dir sicher, dass das ich bin mit noch Haar confident. Ins Bett geht? Oder ja, ich bin noch confident. Morgen nochmal mit Haar ins Bett geht? Ja, ich glaube schon. Aber spätestens morgen müsste ich dann wahrscheinlich... Ich glaube, auf die Community fahren. Kann man sich verlassen. Da geht, glaube ich, noch was. Ja, mal schauen. Ich rolle auf jeden Fall jetzt den Gewinner. Und da warten muted. Wir dann auch. Ach nee, warte mal. Nur der Stream hört Daniel? Mich. Ich muss in Discord noch umstellen. So, jetzt? Ja, jetzt hört ja, ich musste den Equalizer ausmachen, sonst hat Daniel gefiebt. Ja. Was war die Frage? Okay. Keine Frage. Ich rolle jetzt. Keine Frage. Und oh, wir hauen kurz die Maus raus. Kartoffelbart, herzlichen Glückwunsch. Ui, Kartoffelbart, schick mir bitte mal deine Adresse das hier in der DM. Sehr schön. Ist auch ein cooler Nick auf jeden Fall, Kartoffelbart. Ja, ja der heißt so, wie meiner aussieht. Ja. Gut, aber Lenz, hast du da vorne schon graue Haare eigentlich? Ja, ja. Ja. Wir färben nicht. Gut. Dann können wir während der nächsten Frage vielleicht das nächste laufen lassen. Was haben wir denn noch Feines? Ja. Wir werden nachher auch noch ein paar Fragen aus dem Chat beantworten. Also haut ruhig danach nochmal, wenn ich mir hier in der File. Ihr werdet nicht vergessen, aber zurückscrollen wird ein bisschen schwierig. Wir sagen es dann nochmal an und dann gehen wir die natürlich durch. Sisi. Ja, was haben wir denn noch Schönes, was wir während der nächsten Frage... Okay, wir können hier meine drei Top-Restaurants in Berlin, die wurden schon genannt Giveaway. Mittlerweile. Während der nächsten Frage. Was wollen wir denn rausgeben? Ja, Beef Club auf jeden Fall, oder? Ja, das ist nicht der Giveaway-Preis, aber... Einmal Beef Club bei Hasir mit Lenz. Da bin ich ja, ich würde sagen, den Rucksack machen wir zum Schluss. Das Trikot und die unterschriebene Autogrammkarte auch. Ja. Dann machen wir nochmal fünfmal den Baron, oder? Fünfmal den Baron, dann machen wir nochmal Skin Baron. Und wir starten. Gut, nächste Frage. Daniel hatte schon eine. Genau, Top-Restaurants in Berlin. Lenz. Der Catch für Sushi, Hasir Beef Club, das ist auch unser Gründungsrestaurant. Und auf jeden Fall Hamlet zum Frühstücken, die besten Adressen. Hamlet macht Frühstück. Ich würde keins davon kennen ohne Tom Lemke. Tom, vielen Dank für all die guten Tipps. Und ich hoffe, du bist auch bald wieder so fit und dass die Corona-Situation vorbei ist, dass wir auch mal wieder zusammen essen gehen können. Wunderschön. Und dann auch eine Frage an Lenz erstmal. In der ersten Season der Prime League wahrscheinlich, hat es im Springsuit leider nicht ganz gereicht für euer LoL-Team. Was hätte man rückblickend anders machen können, um dort direkt anzuknüpfen, wo man letztes Mal aufgehört hat? Also wir hatten natürlich ein überragendes letztes Jahr. Man muss dazu sagen, die Prime League war letztes Jahr nicht so stark gewesen wie dieses Jahr. Ja. Die Liga ist viel größer geworden. Andere Teams haben auch sehr viel Geld in die Hand genommen und haben sich ein paar, sagen wir, sehr gute Spieler geholt, die schon LCS-Erfahrung haben. Die Organisationen an sich in der Prime League sind auch alle super stark aufgestellt. Deswegen war es klar, dass es sehr viel schwieriger wird. Wir haben am Anfang ein paar Internetprobleme gehabt. Am ersten Spieltag ist White Knight ausgefallen, weil er im Krankenhaus war. Alles sehr unglücklich gewesen. Als das Team dann die Chance hatte, ins Teamhaus einzuziehen, war es schon fast zu spät. Aber sie haben sehr, sehr gut aufgeholt zu dem Zeitpunkt noch. Und auch wenn es am Ende nur ein 5., 6. Platz war, sind wir super zufrieden mit der Entwicklung. Das Team hat konstant gut gespielt. Und es ist super wichtig auch, für Big an sich. Die Leute präsentieren sich ordentlich auf Social Media, machen viel für die Community, streamen. Also ja. Wir werden auf jeden Fall für die nächste Season wieder ordentlich angreifen. Ob das dasselbe Lineup ist, wissen wir noch nicht, aber
Wir haben auch Kasi mit Bean sehr gut ersetzt, sonst sollten wir noch einen Abgang in die LEC haben, was wirklich das einzige Szenario ist, weil sonst die Spieler bei uns bleiben werden. Dann werden wir auch dafür einen sehr guten Ersatz finden. Gut. Dann rollen wir fünfmal den Baron. Okay, haust du die Leute, die sehen es ja im Chat, genau, einfach bitte sofort eine DM an mich. Ich muss mal hier kurz Kartoffelbart speichern. Private, der Private. Zack, für Maus. Und Dosti. Das Tool klappt wunderbar. Ich bin froh, dass ich direkt was gefunden habe. Phil, ich bin froh, dass du das alles machst, weil ich bin ein Noob. Ach, alles gut. Ich habe auch 10 Millionen Streams in den letzten 3 Wochen aufgesetzt über TeamViewer. Und jetzt funktioniert TeamViewer nicht mehr. Private hat da auch was gespendet. Da freue ich mich natürlich umso mehr, dass er eben einen Key sehr gewonnen hat. Schön. So, wir haben Toasty, Shinex, Ninux. Schau mal, was? Nee, Nixnux, Private, auch da. Und wer fehlt noch? Ghostfighter. Ghostfighter fehlt noch. Haben wir auch. So, ich habe alle 500 DM. Super. Codes kommen sofort. Daniel, frag mich nicht, woher ich das habe. Warte, du kannst es am Stream gleich sehen. Ja. Was denn? Warte, ich will es auch sehen. Bin gerade raus. Ja. Das ist... eine der ersten. Oha. Ich glaube, das ist aus dem ersten Jahr auf jeden Fall. Ja. Ich habe heute beim Aufräumen was Ähnliches gefunden. Sehr du schön. Hast alle Unterschriften, das ist natürlich auch sehr cool. Gut, gut. Woher war das? War das irgendwie mal im Games 2017 oder? Nee, ich glaube, das war einfach im Haus. Warte mal, das muss 2017 sein, das muss die erste sein. Ja. Ja, muss die erste Autogrammkarte sein. Alle lauter Schmuckstücke und schön mit verwischter Next-Unterschrift hier oben. Na, stellt scharf. Sehr schön. Lenz, was haben wir Feines? Dann haben wir die nächste Frage und dann können wir direkt... Okay, warte, ich bin... stell mal eine Frage an Daniel. Mhm, weil ich bin mal gerade die Codes am Verteilen schon. Was wollen wir giveaway? Können wir den Laden am Laufen haben. Da haben die Leute was mit ihren Fingern zu tun, wenn sie zuhören. Ich würde sagen, wir machen mit dem Trikot weiter, oder? Gerne, gerne. Das wäre das hier. Ja. So. In M. Und das ist das aktuelle Trikot mit Tizian Tapsen, Kito, Xantades. Wait, Risch ist nicht drauf. Ich glaube, Flo Risch war da schon zu Hause gewesen, genau, oder? War schon da. Genau, in M. Was machen wir da für ein Keyword, Lenz? Haben wir was Schönes? Ohne Rische. Gute Frage. Ich würde einfach sagen, zur Not machen wir Go Home? Ja. Jetzt muss ich es noch richtig schreiben. Ja, Deutsch. Sehr gut. In M. Am besten passt. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Es macht sich, wie bei Daniel, sieht auch sehr gut an der Wand. Gut. Ja. Nächste Frage. Die Größen sind bei uns eh so eine Sache. Die einen sagen immer XL, das ist ja wie S bei uns. Und ich sage halt, das ist ja... Ist ja keine Ahnung, ganz normale Größe, aber wir haben uns schon gut gebessert, muss ich sagen. Ja, es gab Zeiten, da ging es irgendwie beim CS-Team bei XL los, ne? Und dann. Ja, bei XL ging es los, auf jeden Fall. Ja, ja, da war es wirklich big. Weitere Frage von Tom. Rückblickend bis Januar 2017, was waren die größten Enttäuschungen und Fehler, oder genau, die gemacht habt und welche Learnings konntet ihr rausziehen? Dann kann Lenz antworten, weiter seinen Kram machen und du kannst gerade antworten. Ja, genau, fang du mal an, Daniel. Die Frage von Tom, war das? Mhm. Ja. Genau. Gott. Die größten Learnings seit Gründungsjahr. Ja, also da würde ich sagen, also wir haben einen super Start gehabt. Mit Leipzig damals. Ich glaube, das war ja auch der Invite, den uns dann irgendwie Lenz besorgt hat. Unser Welcome-Geschenk in die Szene. Ja. Ja, also da hat Lenz halt einen super Job gemacht. Wir haben diesen Invite bekommen. Wir hatten
extrem guten Start. Ich muss sagen, also auch unser Plan für das erste Jahr war sehr, sehr, sehr viel konservativer. Natürlich konnte man irgendwie nicht damit rechnen, dass wir irgendwie so gut starten. Wir haben uns ja direkt irgendwie für die Pro League auch qualifiziert im ersten Jahr. Und das Hauptthema war ja, dass wir uns für das Major auch qualifizieren konnten in Krakau damals. Und also generell das erste Jahr war einfach nur eine Kuh oben, bis in den Legend-Status quasi rein. Viele beschimpfen uns ja immer noch ein bisschen, wenn ihr so die Kommentare lest, wir sind da Bug-Clan. Wobei ich einfach sage, okay, die Spieler haben halt etwas gefunden, was einfach ein Vorteil war natürlich, aber das musst du auch erstmal finden. Und das war auch bis zu dem Zeitpunkt nicht verboten und es war auch nicht verboten während des Turniers. Es war nur ein Gentleman Agreement, warum man das eben dann halt auch sein lässt. Und da hatte ich dann auch schon ein bisschen, sag ich mal, Angst davor, vor dem Match gegen MRBA, weil da hatten wir auch dann zugestimmt, dass wir nicht das nutzen, das, was wir wissen eben über dieses Feature. Ich sage nicht, dass es ein Bug ist, es war ein Feature. Das war ein Bug, aber ist okay. Ja, okay, es war ein Bug. Aber wir haben dann das natürlich nicht mehr genutzt und wir haben dann trotzdem, da muss man einfach sagen, halt, das war eine Weltklasse-Leistung von Fatih, von Tapsen, von Joe, von Nico. Und von Kevin. Und von Kevin. Unmenschlich, was die da geleistet haben. Und ich glaube, da haben wir allen gezeigt, wir haben das auch verdient, dass wir quasi auch in den Legend-Status reinkommen. Das erste Jahr war auf jeden Fall dann eben super gut. Besser als erwartet. Wenn ich jetzt überlegen müsste, was nicht so gut gelaufen ist. Ich glaube, wir waren 2018 auf echt einem Höhepunkt. Wir haben Cologne super gut gespielt. Wir haben in der Pro League eine mega krasse Gruppenphase gehabt. Ich glaube, Top 2, Top 3, korrigiere mich, wenn ich ja falsch liege, Lenz in der Online-Phase. Dritter. Wir hatten danach ein paar gute Spiele. Wir waren in EPL Finals. Und wir waren auf einem Höhepunkt, würde ich sagen, so ein bisschen. Ne? Wir waren Top 10 weltweit. Und dann haben wir auch dann Jan ins Team genommen später, auch aufgrund der Tatsache, dass Joe halt eine Pause machen musste wegen seinem Handgelenk. Und wir hatten da einfach mega große Erwartungen 2019 und wie, ehrlicherweise, wenn man ehrlich ist, also wenn ich jetzt rückblicke, würde ich sagen, diese Entscheidung damals war gefühlsrechtlich vom Bauch her die absolut richtige, aber wir haben halt mega krasse Erwartungen auch gehabt. Wir haben schon die Erwartung gehabt, dass wir dann in die Top 5 aufrücken, weil wir auch die Spieler dafür haben, die alle natürlich extrem auch gut waren, aber manchmal klickt es halt einfach nicht so im Team. Es gibt manchmal dann einfach interne Probleme, viele, viele Sachen spielen damit rein. Dann hast du auch mal Pech. Ich meine, gewinnen wir das Spiel gegen Enze in Katowice, wo es irgendwie 14-11 für uns stand. Ja, wir hatten eine 5-3-2-Situation. Afterplant. Oh mein Gott. Genau, lass nicht drüber reden. Ja, genau, aber ich sehe immer noch halt, wie diese Runde halt kippt. Und gewinnen wir diese Runde, gewinnen wir das Spiel und dann läuft das Jahr vielleicht ganz anders. Das ist manchmal halt auch Counter-Strike. Da kann eine Runde quasi über ein ganzes Jahr auch mit entscheiden, weil danach war unsere Confidence weg. Also wir haben nicht mehr gespielt und das hat, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, ich glaube, Fatih hat das auch mal gesagt intern, wir haben nicht mehr gespielt, um zu gewinnen, sondern wir haben nur noch versucht, nicht mehr zu verlieren. Und das Selbstvertrauen war einfach ein Stück weit weg bei allen. Die Confidence war weg und deswegen lief das Jahr überhaupt nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Das war echt eine super harte Situation. Wir mussten das natürlich auch mit allen Partnern besprechen, was da eben schief läuft. Teilweise wussten wir es dann halt auch manchmal selber nicht. Und da muss man Maßnahmen ergreifen, die auch echt wehtun, was wir vorher niemals geplant hatten. Und das Jahr war auf jeden Fall extrem hart. Und das war auf jeden Fall eine Zeit, wo ich sage, dass das ist nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt hatten. Ich hätte auch mir nicht träumen können, dass das so läuft. Ich hätte echt erwartet, dass wir zumindest das Niveau halten können, weil die Spieler, die wir hatten in diesem Jahr, die sind für mich, das sind Spieler, die in ein Top-10-Team gehören. Und wir hätten das auch geschafft. Aber es gab leider viele, viele Sachen, die außenrum passiert sind und viele unglückliche Situationen. Und wenn ich etwas anders machen würde, die Frage habe ich mir auch super oft gestellt oder wir alle uns oft gestellt. Ich glaube, wenn ich nochmal in der Situation 2018 wäre, ich glaube, ich hätte genauso entschieden, das ist das Schlimme. Ich glaube, wir hätten genauso entschieden, weil wir echt
fest der Überzeugung waren, dass das das Richtige war. Leider hat es nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt hatten. Aber ich glaube, dass das Wichtigste ist dann, du hast so ein schwieriges Jahr und es klappt nicht. Aber das ist auch gut, weil im Endeffekt geht es ja nur darum, okay, was lernst du daraus? Weil wenn immer alles gut läuft, dann wirst du nicht besser, sondern irgendwann tropfst du eh ab. Das heißt, du brauchst halt so krasse Niederlagen, du brauchst harte Momente, um dann danach eben stärker zu werden, weil du daraus lernen musst. Und das versuchen wir gerade jetzt. Wir haben einiges anders gemacht und wir sind auch immer noch am Lernen und versuchen einfach Stück für Stück halt uns daran wieder aufzubauen und langfristig einfach wieder erfolgreich zu sein. Wobei ich auch sage, realistischerweise, wie es im Sport so ist, man wird immer mal Phasen haben, wo es nicht so gut läuft. Ne? Damit muss man einfach umgehen. Ja. Das ist so. Aber das unterscheidet uns auch von anderen Organisationen. Also ich kann mir vorstellen, dass dort viele dran kaputt gegangen wären, noch krassere Veränderungen an den Tag gelegt hätten. Aber das ist halt auch der Vorteil, wenn man so eng miteinander zusammenarbeitet, dass man sowas aussitzen kann. Und ja, es ist ein langer Weg zurück, aber die Leute tun alles dafür, dass wir wieder da hinkommen, wo wir hingehören. Und wir werden das auch ganz sachlich Step by Step wieder angehen. Ich glaube, da muss man auch mal ein bisschen die Spieler in nehmen. Also ich lese ja auch die ganzen Kommentare eben auf Social Media und in den Kommentaren auf HLTV und Nantian Damage, wie hart die Spieler da einfach ins Gericht genommen werden. Und die wenigsten kriegen halt mit, wie viel einfach unsere Spieler auch zu Hause sitzen, sich Gedanken machen und arbeiten dafür, unter enormem Druck und Stress stehen. Und deswegen ist es manchmal echt auch hart zu lesen, was dann halt eben für Kommentare kommen, weil die Spieler wollen alle und geben alles dafür. Manchmal läuft es, manchmal läuft es nicht so gut. Aber man sollte immer beachten, und da lege ich meine Hand dafür ins Feuer, bei uns ist eben niemand faul in dem Team. Ja. Die geben alles und die machen sich enorm viele Gedanken, wenn es mal nicht läuft. Das heißt, auch nach harten Niederlagen setzen die sofort hin, gucken die Demo an und die sehen natürlich auch die Fehler, die manche andere sehen, aber es ist auch immer was anderes, wenn du vor 300.000 Leuten spielst oder vor 400.000 Leuten spielst, da die Ruhe zu bewahren, und das sind halt alles auch im Endeffekt nur Menschen, die halt auch mal Fehler machen, und ein echter Fan sollte das halt auch im Endeffekt halt auch verzeihen, ne? Das sollte man auch immer sehen. Danke nochmal, gerade hier kurzer Zwischenruf, Kartoffelbart hat nochmal 20 reingeworfen, Vivi hat 50 reingeworfen. Und ich finde, Phil hat wirklich einen Haarschnitt verdient, den er selber durchführen kann. Das heißt, wenn 5 Leute 20 Euro nochmal reinschicken, werde ich nochmal 100 draufpacken. Also die nächsten 100 matche ich, damit wir hier mal ein bisschen an Phils Frisur arbeiten können. Kleines Angebot von mir. Und dann können wir auch das Trikot rollen, oder? Ja, genau. Aber warte mal, haben wir nicht... Genau, roll mal. Ist ja schon... Okay, Trommelwirbel bitte. Frozen CSGO. Ist aber nicht der Frozen, oder? Nee, aber er hat auch schon brav geschrieben hier im Chat. Sehr gut. Frozen, bitte einmal eine DM an mich mit deiner Adresse. Nice. Sehr schön. Ich hoffe, M passt dir. Wenn nicht, setze den Rahmen rein. Genau, / W und dann Manager CS Score. Wie Whisper. Gut. Und wir sind auch so langsam am Ende der Fragenkette von Twitter. Heißt, wenn ihr Fragen habt, taggt Christian Lenz und dann können wir die auch gerne mit einbauen. So lange haben wir... War noch eine Frage offen? Ja, ich habe noch 3 hier bei mir. Okay, ja. Von Säurat Demann, den wir auch schon oft getroffen haben auf Offline-Events. Grüße gehen raus. Wenn ihr an die Gründung von BIC und die erste Dynamik Leipzig zurückdenkt, hättet ihr euch die Entwicklung so vorgestellt? Was lief besser als gedacht, was nicht so gut? Wo seht ihr BIC in 5 Jahren? Das hatten wir teilweise schon beantwortet. Teilweise hatte ich das eben schon beantwortet, ne? Ja. Und vielleicht was lief besser als gedacht? Da kann ich ja schon mal so 1-2 Sachen dazu sagen. Also, ja, hatte ich ja eben eigentlich schon eine ähnliche Frage. Von Tom war das, ne? Ja, genau. Ja, genau, von Tom war die ähnliche Frage. Also, wie gesagt, Leipzig damals war ein Glücksfall, auch dank Lenz. Das Team hat natürlich auch dann mega performt einfach. Die haben super viel trainiert. Ich glaube, einen besseren Start kann man sich als Verein gar nicht wünschen. Ne? Kann mich noch super gut dran erinnern. Das war auch eine mega Stimmung da vor Ort. Und nochmal Dank an alle, die da so supportet haben. Aber das war auch eine echt krasse Audience dort in Leipzig in der Messehalle.
Genauso wie dieses Jahr eben. Aber das war auf jeden Fall unser Startschuss und das ist mega, mega gut gelaufen. Und die Entwicklung habe ich, wie eben schon gesagt, sehr viel konservativer gesehen. Wir hatten es eigentlich vorgenommen, im ersten Jahr, okay, in Deutschland etablieren, im zweiten Jahr in Europa etablieren, im dritten Jahr auch weltweit etablieren. Das war so eigentlich die Marschrichtung. Also ich sag mal so, Fatih, Tapsen, Kevin, Joe, wen habe ich jetzt Nico. vergessen? Und Nico darf man nicht vergessen. Die haben halt also Unmenschliches geleistet. Ne? Also die haben halt das gemacht, was ich jedem rate, der was erreichen will. Sperrt euch ein, arbeitet mehr als man sich vorstellen kann. Die haben halt sich für ein halbes Jahr wirklich eingesperrt, extrem hart gearbeitet und hatten halt dann auch den Erfolg. Und nur das war auch, also wir verdanken quasi auch diesen fünf all das, wo wir quasi eben heute stehen. Muss man ganz klar so sagen, hätten die nicht so eine Leistung abgerufen, dann wäre das eben auch niemals jetzt so weit gekommen heute. Na, wir hätten einen deutlich längeren Weg gehabt, wären wahrscheinlich irgendwann auch erfolgreich gewesen und ähnlich, aber nicht so schnell. Das heißt, die haben den Grundstein gelegt. Das war überhaupt auch nicht die Leistung. Wir hatten damals so ein ganz kleines Marketing-Team, da war auch der Philipp noch nicht da, da war nur Lenz da. Ich hatte einen Grafiker, der auch Social Media gemacht hat. Sponsoring-technisch hat uns dann auch noch der Tom Lemke sehr viel geholfen, eben, dass wir da die ersten Sponsoren anziehen. Aber das waren halt eben auch noch sehr überschaubare Budgets dann, für die wir damals schon sehr dankbar waren. Aber dieses Team damals hat den Grundstein gelegt. Nur weil die so erfolgreich waren, ging das halt auch eben. Ne? Also da waren wir auch echt baff, weil wir hatten das sehr viel pessimistischer gesehen. Nicht, weil wir nicht dran geglaubt haben, aber weil man aus Geschäftssicht halt einfach ein bisschen pessimistischer planen muss. Ne? Du darfst natürlich nicht vom Best-Case-Szenario ausgehen, sondern du gehst eigentlich eher vom realistischen Fall aus oder vom bisschen besser Worst-Case, damit du auch geschäftlich gut aufgestellt bist. Und die haben natürlich absolut überperformt. Was heißt überperformt? Die haben so performt, wie sie eben können eigentlich. Und das hat uns halt extrem geholfen. Das heißt, die Entwicklung am Anfang habe ich mir nicht so vorgestellt. Ich war vom Hocker, als sie dann halt wirklich in den Legend-Status reingekommen sind. Und das lief auf jeden Fall besser als gedacht. Und was ich eben ja schon gesagt habe, was nicht so gut lief, war halt 2019. Das hatte ich eben schon gesagt. Obwohl wir da sehr viel höhere Erwartungen. Aber im Endeffekt sind wir da auch alle schlauer geworden. Ich will jetzt da nicht mehr auf jeden einzelnen Punkt eingehen, aber ja, da sind wir alle schlauer geworden. Und wo wir uns in 5 Jahren sehen, also ich glaube, wenn wir in 5 Jahren schaffen, zu dem Zeitpunkt jetzt, in 5 Jahren, zu dem Zeitpunkt in 5 Jahren in Deutschland nach wie vor das der beste deutsche Verein zu sein und in den Disziplinen, in denen wir sind, dann auch langfristig irgendwie in der Weltspitze spielen. Und auch dort zu bleiben, also nicht nur kurz, sondern dort zu bleiben. Ich glaube, dann können wir zufrieden sein. Und wenn wir dann noch Fans haben, die uns immer noch mögen, dann haben wir alles richtig gemacht. Wunderschön. Also mir fehlen noch 80 Euro, damit ich nochmal 100 drauf. Kommt schon. Also Phil fühlt sich sehr, sehr Ich sicher. fühle mich Andi, noch kannst du noch ein sicher. paar Leute vielleicht motivieren? Ja, Was ist denn Andi, hier hau mal los? raus. Hau mal wieder rein. Ja, also wie gesagt, ich habe ja hier noch, also ich weiß nicht, ob wir das im Gewinnspiel schon hatten. Hier Nee. mein, Das machen wir zum Schluss. Das ist, glaube ich, das genau. absolute Highlight. Ja. Ja. Wunderschön. Danke. Übrigens, Das. Kartoffelbad, wir dürfen nichts versteigern. Das würde nämlich Leute dazu animieren zu spenden und das wollen wir nicht, sondern das sollen sie machen für einen guten Zweck und nicht, weil sie was gewinnen können. Genau. Lenz, haben wir noch was Schönes? Dann könnte ich die nächste Ja, Frage den von Twitter Rucksack. nehmen. Ich könnte die Den letzte Frage von Rucksack haben Twitter wir. nehmen und danach wären Chatfragen erlaubt. Ja. Rucksack. Ja. Dann du Rucksack. Kannst du den mal in die Kamera halten? Oder soll ich den jetzt nehmen? Warte, Also, ich habe meiner ist einen da hier. hinten vollgepackt in der Ecke. Ich glaube, es wäre besser, wenn du es machst. Mit deiner geilen Sekunde. Kamera. Naja, die ist nicht drin. Die steht. Aber wir hatten Ja, natürlich das Kissen ohne die leider. ist leider unverkäuflich. Ein Selber mal wunderschöner angefertigt. Riesen Aber es Rucksack. wäre, Vivi, du bist ja im Chat. Wäre nochmal die Chance für geilen Merch. Ja, eine Ja, also Kissen-Sonderedition. nur dass ihr es wisst, Leute, wir sind auch gerade dabei, mit einigen Leuten quasi unser Merch auch neue Produkte irgendwie zu entwickeln oder neue
Hoodies, neue Shirts, neue Jerseys. Und da guckt man, dass halt gegen Mitte, Ende oder drittes Quartal, Anfang Oktober vielleicht komplett neue Sachen einfach auch haben für euch. Da geben wir auf jeden Fall Gas. Genau. Genau, einfach Ausrufezeichen Katholics in den Chat. Die haben mit uns diesen tollen Rucksack gemacht mit dem fetten Logo vorne drauf. Und wir gehen in die letzte Frage, zumindest von Twitter. Danach Chatfragen. Von Kung Fu AJ und AJ. Welche Tipps könnt ihr einem Nachwuchsteam hinsichtlich PR, Selbstvermarktung und Community-Aufbau mit auf den Weg geben? Wichtigste Lektion: alles Böse und Üble aussortieren und nicht damit arbeiten. Guter Punkt. Es bringt wirklich gar nichts, wenn man, ich weiß nicht, ich habe es selber oft genug falsch gemacht, bringt wirklich gar nichts. Und wenn man hier versucht, mit Gewalt irgendwo besser zu werden, sondern man soll das Ganze sachlich angehen. Es ist auch absolut unnötig, wenn man auf Social Media Plattform oder Ingame Flame sich schlecht verhält. Das ist schon mal ganz wichtig, weil wir haben auch zum Beispiel bei unserem Academy Team mit dem Auswahlverfahren Wert drauf gelegt, dass die Leute einen guten Umgang miteinander haben. Dann gab es welche, die sind nicht wirklich, sagen wir mal, interessiert daran gewesen, das ordentlich zu machen. Die sortieren wir dann auch gleich aus. Du musst halt gucken, dass du dir deinen Namen machst, indem du durch gutes Spielen, durch ein gutes Umgehen mit anderen dich halt unersetzlich machst, und dann werden dich auch Leute picken. Sehr leicht gesagt, aber also gerade was AJ betrifft hier, der ist ja mit seinen jungen Jahren auf einem ganz guten Weg. Ich finde das auch klasse, wie er mit seinem Vater das immer im Stream handelt. Ja, da könnten sich viele mal ein Beispiel dran nehmen, weil der Junge hat einen ganz langen Weg, bis er Profi wird, dank der deutschen Gesetze. Ist auch nicht ganz verkehrt, ich finde es ganz gut. Aber ich bin mir sicher, dass wir ihn mit 16 Jahren spätestens in Big Academy sehen werden, wenn nicht mindestens. Und da haben wir natürlich auch ein Auge drauf auf solche Talente. Und ja, ich hoffe, dass noch ein paar Organisationen mal nachziehen und nicht mit der Einstellung reingehen: Big macht das schon so gut, da will ich gar nicht mit denen konkurrieren. Da geht es nicht ums Konkurrieren, es geht darum, dem Nachwuchs eine Chance zu geben und junge Leute zu fördern. Deswegen, wie Nils es immer so schön sagt, oder Toni oder Tarsin, Arsch hoch, macht euch ran. Und macht was für den Nachwuchs. Genau. Aber man sieht auch, wie schwierig das ist, quasi neue Marken, neue Teams auch in der, sagen wir, CS Div 1, Div 2 Szene zu etablieren. Es gibt, sind ja viele Teams auch aufgepoppt und die manchen bleiben länger oder kürzer. Aber sagen wir, großen Impact. Gut, Ad Hoc ist noch ein relativ gutes Beispiel, die sich auch schon sehr lange halten und auch sehr präsent sind. Aber neben den, sagen wir mal, gestandenen Namen kommt da immer relativ wenig. So, es ist immer relativ wenig Innovation, finde ich zumindest, was auch die Online-Präsenz angeht. Das ist immer alles sehr basic und Schema F. Gut, dann hast du noch etwas hinzuzufügen zu Nachwuchsteams und ja, quasi neu gegründeten Teams für mal, den Semi-Profi-Bereich in Deutschland. Ja, also generell das Academy-Team, was wir bei uns haben, das ja von oben schon zu Beginn halt supported wird, das ist ja keinerlei Marketing-Kampagne gewesen oder so, sondern das ist ja für uns sehr wichtig gewesen, einfach um neue Talente irgendwie an Bord zu bringen. Und das haben wir ja auch Stück für Stück ausgebaut, auch immer geguckt, dass wir da die jüngsten und ja, besten Talente irgendwie haben. Da hat der natürlich auch Fatih, Lenz, auch Sonix hat da mitgeholfen, Alex, der Kakafu. Wir haben immer geguckt, dass wir da halt gut aufgestellt sind. Und das ist ein sehr, sehr wichtiges, sehr, sehr wichtige Sache. Und ich denke auch, das sollten alle Vereine in irgendeiner Form haben, weil im Endeffekt, du hast natürlich dein Profiteam, aber du musst natürlich trotzdem in der Lage sein, auch mal in irgendeiner Form, wie es im Sport halt auch ist, mal Spieler auch zu ersetzen. Und bevor du dann halt bei anderen Vereinen irgendwie dich umschaust, warum nicht bei dir selbst in Leute dann investieren, die du eh schon mit aufgebaut hast und die auch schon sich mit dem Verein identifizieren können. Und deswegen haben wir das auch damals gestartet, ne? Und wundert mich eigentlich, dass das bei vielen anderen Vereinen noch nicht gemacht worden ist, weil ich glaube, das kann man auch auf kleinerer Flamme laufen lassen, dass man zumindest schon mal guckt, dass man ein Talentteam einfach hinter dem Profiteam halt so hat.
was man supportet und was man langfristig eben halt auch aufbaut. Ja, wer hat das? Und das Thema ist auf jeden Fall wie im Sport auch. Ich meine, selbst du, wenn du Fußball spielst, also ich habe ja auch Fußball gespielt, Kreisliga B, ne, oder Kreisliga A, so die unterste Klasse, da hast du trotzdem immer die zweite Mannschaft und selbst in diesem Bereich hast du halt ein Talentteam sozusagen. Ja. Also und gerade in dem Profibereich, dann ist das ja quasi No-Brainer, dass du das hast. Ja, wir hatten das Thema am Montag auch schon, wurde auch schon gefragt, auch warum das viele andere ja nicht machen. Wir hatten auf jeden Fall nochmal den Punkt erwähnt, dass natürlich auch das Team hinter dem Team passen muss. Muss einfach Staff da sein, sich auch um das Team ordentlich zu kümmern. Aber ich glaube, bei vielen deutschen Orgas ist da auf jeden Fall auch die Manpower dahinter, sowas auch noch zu stemmen. Ja, hier fragt noch der Kartoffelbart gerade, sehe ich gerade, wie das üblicherweise mit Sponsoren läuft. Die auf eins wollen. Du bist abgehakt. Daniel, stopp. Daniel, das klappt mal Mikro hoch und runter. Einmal ganz hoch, ja, genau, und dann wieder runter. So, probieren wir nochmal. Bitte nochmal vorlesen. Ja, besser. Hallo, hallo. Ja, hoffentlich. Ja, also der Kartoffelbart hat hier noch eine Frage gehabt. Wie läuft das üblicherweise mit Sponsoren? Kommen die auf eins und wollen eine Partnerschaft oder geht man auch aktiv auf die Suche? Weil man hat ja nur gewisse Slots, die man belegen kann. Also das ist eine sehr gute Frage, ehrlicherweise. Du hast, also je nachdem, auf welche Sponsoren du aus bist, wenn du, sag ich mal, kleine Unternehmen willst, als Partner, dann kannst du auch ohne Agentur arbeiten. Dann gehst du einfach auf die zu und bietest das denen an. Und vielleicht haben die dann auch ein bisschen Budget übrig. Aber alle großen Unternehmen, die haben in der Regel eine Agentur. Und normalerweise läuft das so, dass du, so wie wir auch, wir haben zu, ich glaube, 5 oder 6 großen deutschen oder auch internationalen Agenturen ein sehr gutes Verhältnis und Kooperation und arbeiten mit denen eng zusammen. Und wenn immer Partner oder Unternehmen von denen quasi eine Möglichkeit suchen, in den E-Sport einzusteigen, dann sind wir vielleicht auch Teil eines solchen Paketes, weil, sag ich mal, wenn ein großes Unternehmen da rein möchte, dann ist ein Team-Sponsoring quasi ein Teil. Dann hast du immer noch ein Event-Sponsoring meistens dabei und Influencers-Promotions und dann aber auch ganz klassisch Google- und Facebook-Werbung. Da packst du auch nochmal Budget drauf, sodass du halt gucken musst, dass du bei den Agenturen einfach zu denen auch ein gutes Verhältnis hast, gute Arbeit machst vor allen Dingen. Bedeutet, wir wollen ja für alle Partner halt auch ja, deren Wert erhöhen und ihre Ziele mit denen erreichen. Und wenn man das kontinuierlich macht, dann ist man dann auch bei den Agenturen gesetzt und die empfehlen dann einen Verein eben irgendeinem großen Unternehmen. Ne? Ein Stück weit ist das ein bisschen Zufall, man kann es natürlich lenken, indem du halt auch regelmäßig neue Kontakte knüpfst, neue Agenturen auch angehst. Kaltakquise kannst du auch machen, das heißt, du kannst natürlich auch Unternehmen auch einfach mal anschreiben und hoffen, dass die was machen. Ist aber mit der geringsten Erfolgswahrscheinlichkeit verbunden. Das heißt, im Endeffekt am besten konzentrierst du dich darauf, dass du für deinen jetzigen Partner gute Arbeit leistest, dass die Agenturen das sehen, dass der Verein ein guter Werbepartner ist und dass er dann hingeht und empfiehlt sein Unternehmen, die er betreut oder die Agentur betreut, eben empfiehlt denen quasi auch eine Partnerschaft beispielsweise mit uns. So läuft das normalerweise. Aber das ist auch alles abhängig vom sportlichen Erfolg. Ne? Also Sponsoren kaufen auch Erfolg, das heißt Teams müssen erfolgreich sein und die müssen vor allen Dingen Vertrauen haben in jemanden wie Philipp, der da gute Arbeit macht. Weil wenn Philipp keine gute Arbeit macht und die Partner schlecht betreut, dann verschwinden die auch schnell wieder. Und dementsprechend ist es wichtig, dass man auch gute Leute halt im Hintergrund hat, die das ganz gut betreuen, ne? Neben dem sportlichen Erfolg. Aber es ist keine einfache Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist echt nicht einfach, Sponsoren zu finden, die das langfristig bei einem bleiben. Deswegen bin ich auch nicht Global in CS und nicht Challenger League. Gut, wir machen eine kleine Schnellfragerunde. Also am besten 2, 3 Sätze. Was hast du noch dazu? Ich gucke gerade mal durch. Auch ziehen, den Gewinner. Ah ja, lass erstmal den Gewinner ziehen. Genau. Okay, Stop Listening to Chat. Und wir rollen. Kati CSGO. Herzlichen Glückwunsch. Einmal schreiben.
Wir warten eine Minute. Hoffentlich da. Ich sehe einen Timer. Wir sind bei 15 Sekunden. Wunderbar. Ist da. Perfekt. Dann einmal bitte DM so, an. Einmal mich anwispern, genau. Genau. Ich kopiere das gleich. Ich habe es auch im Chat hier. Sehr gut. Ich muss nur einmal kurz was aus dem Handy rauskopieren. Zack, zack, zack. Gut, dann fange ich schon mal an mit der Schnellfragerunde. Also am besten in zwei Sätzen. Gerade wurde Verlust der Katurix-Rucksack hinter mir. Also nicht der, sondern ein neuer natürlich. Genau, in zwei Sätzen am besten schnell beantworten. Lässt sich Porto noch deine Aufmerksamkeit, wenn du durch bist. Ich habe bisher noch nicht den Whisper bekommen von, wen hatten wir, Kati CSGO. Warte mal, wir machen mal ein paar Fragen, wer sich da nicht gemeldet hat, müssen wir mal neu rein. Genau, also er hat im Chat geschrieben oder sie. Ah, ich habe gerade gekriegt, ja. Okay, einmal die Adresse bitte reinhauen mit Namen, danke dir. Perfekt. Kommt dann nach Ostern, genau wie all die anderen Sachen. Los Stichwort geht's. Toni, lebt der Junge noch? Ich lese vor und frag euch. Okay, gut. Genau. Genau. Toni, beantworte. Ja, lebt noch, groß im Immobiliengeschäft, absolute Legende der Typ. Schade, dass er nicht mehr aktiv PUBG spielt. Ja. Ich glaube, er wurde ein paar Mal von anderen Teams vernascht. Hat sich super bei uns gemacht. Geiler Typ und wohnt nicht so weit weg von mir, aber leider, ihr wisst ja, momentan darf man nicht raus. Genau. Dann man sieht sich ein anderen Mal wieder. War Chris Scher eine Überlegung wert, um deutschsprachig zu bleiben, auch ein letztes. Ja, wenn man Spieler wie Chris picken kann, ist das immer eine Überlegung wert, aber ich glaube, der hat beim Mausports-Vertrag auf Lebenszeit und fühlt sich dort auch sehr wohl. Genau. Trotzdem sind wir gute Mates und ja, irgendwann vielleicht mal, wenn er 40 ist. Still Mates, of course. Ziel für das Ende, für Ende 2020, was das CS-Team angeht, wenn es wieder offline Turniere gibt? Also, wenn wir 20 rum haben, bleiben wir gerade bei der Zahl, wollen wir auch in der Top 20 drin bleiben. Wir würden sehr gerne noch das ein oder andere Offline-Event mitnehmen, wenn das aus gesundheitlichen Gründen möglich ist. Wir hätten ja jetzt noch ein paar gehabt, aber ich drücke mal die Daumen oder ich hoffe für alle, dass das danach wieder geht. Und ja, also vielleicht noch so ein kleiner Turniersieg, solide Top 20 und dann haben wir im Vergleich zum letzten Jahr ein sehr, sehr gutes Jahr gehabt. Dann die Frage von Killerboy, du kannst dich gleich erinnern, geht direkt an eSportal, vielleicht ist Andi oder Christian noch im Chat. Daniel, du wolltest noch was sagen? Oder? Nee. Gut. Achso, du hattest. Ja, aber Daniel Stimme kann auch die Frage beantworten, das ist eher wieder sowas Rechtliches. Genau. Was kostet der Einstieg in die LEC circa? Kann man das ohne Konzern im Hintergrund überhaupt schaffen? Ist es wirtschaftlich erstrebenswert von? Okay, ich glaube, eine ähnliche Frage hat auch der Säurat Demann gestellt. Der hat ja gefragt, ob wir in die LEC rein möchten. Auch sehr, sehr gute Frage. Zwei Sätze, Daniel. Zwei Sätze? Ja, oder drei. Genau, also lohnt sich, weil man einen permanenten Spot hat und wenn man es richtig monetarisiert ist, dann gewinnt man. Wenn nicht, dann verliert man, aber generell ist es für uns interessant. Wunderschön, sehr gut. Kann sich doch kurz knackig halten. Ey, warte mal kurz, hier wurde ordentlich was reingehauen gerade. Oh. Da muss ich erstmal was matchen. Und zwar hat Yilmaz. Jilmas will ich leiden sehen. Ich merke auch schon, ich glaube, der kennt das gar nicht. 250 Euro reingehauen, damit haben wir die 100 von ihm übertroffen. Das heißt, ich werde jetzt auch nochmal 100 reinhauen. Oh nein. Und Phil, schau mal, der Matrix fragt hier noch gerade was. Das ist, glaube ich, auch ganz interessant für viele. Ist BIG aktuell finanziell rentabel und was ist eure großer Teams? BIG ist zurzeit rentabel. Ich glaube, das hatte ich vielleicht eben auch schon mal gesagt. Das ist selten. Viele sind ja wirklich von Investoren eben finanziert, bedeutet, die machen eigentlich mehr Verlust als Umsatz, was natürlich nicht gesund ist. Wir haben von Anfang an versucht, eben auch rentabel zu sein und sind auch, wir können uns auch noch gar nicht anders leisten. Wir sind jetzt profitabel, wir schreiben schwarze Zahlen, wir machen keine Verluste derzeit noch. Ich plane auch nicht, in 2020 Verluste zu machen. Aber auf jeden Fall, meine Meinung zu den anderen Teams ist, da leben viele, und da gebe ich dann auch Cengiz recht, über ihre Verhältnisse. Das inflationiert den ganzen Markt. Das heißt, schädigt eigentlich den Markt, weil die Kosten viel zu schnell steigen als das, was eigentlich dahinter steht. Und ich bin auch schon gespannt, wie viele
Verein es jetzt in dieser Phase treffen wird, die eben jetzt keine Anschlussfinanzierungsrunde erreichen, weil sie dann einfach kein Geld mehr haben. Ne? Zwei Sätze, danke Daniel. Danke. Franzi hat auch nochmal 100 Euro reingehauen. Ich glaube, ihr Stream läuft gerade ganz gut als Top-Streamer, wenn da geht das mal. Anonym eben war ich, habe aus Versehen vergessen, Lenz einzutragen. Entschuldigung, aber jetzt sind wir 322 Euro von deiner Frisur weg. Von meiner neuen. Wunderschönen neuen Frisur, sehr gut. Also wer mir nicht glaubt, dass ich anonym war, ich habe hier noch einen Spendenbeleg. Also, den gibt es nämlich bei der Plattform, das ist auch wichtig. Das ist auch gut für jeden, das kann jeder einreichen, seine Spende bei der, auch Daniel, erklär du das, du weißt es besser. Wie das steuerlich ist? Steuer irgendwas? Ach, ich hasse Steuern. Was kann man mit Spendenbelegen machen? Ja, also man kann das irgendwie einreichen, dann, also wenn ihr später gebt, dann wirkt das auf jeden Fall mindernd und das heißt, ihr müsst dann auf jeden Fall, vielleicht erhaltet ihr eine Steuerrückzahlung. Aber ich bin da jetzt auch kein Experte, ich bin ja kein Steuerberater, sondern ich bin nur ein E-Sport-CEO. Genau. Es geht fix weiter in zwei Sätzen. Wie kam der Kontakt zum neuen Academy-Coach Tugay zustande? Wir kannten Tugay schon länger, waren Wegbegleiter von Xantaris früher, hat in diversen ESL Pro Series, das heutzutage die Meisterschaft ist, mitgespielt, in der deutschen Szene aktiv, ist ein guter Typ und sind sehr froh, dass wir ihn als Academy Coach kriegen konnten. Er ist niemals irgendwie unerreichbar für uns gewesen, kennt uns echt schon länger und ja, war relativ easy und schnell das Gespräch. Waren, glaube ich, drei Sätze in WhatsApp und dann war das Ding durch. Sehr schön. Wo gibt es aktuell Bedarf für Unterstützung bei BIG? Gibt es eine Möglichkeit zu supporten? Natürlich ehrenamtlich. Ich habe eine Ausschreibung gemacht für eine Praktikantenstelle, die wir besetzen wollten in diesem Jahr und haben auch wen ganz tolles gefunden, den Max. Und deshalb derzeit nicht. Danke. Und aber sobald sich wieder was ergibt, auch nach seinem Praktikum, genau, könnt ihr das auf unseren Social Media Channels finden. Dip, dip, dip. Noise Gate. Ja, wahrscheinlich bei Daniels automatischen. Bin mal raus. Danke für das Bild. So, warte, den Rucksack-Kollegen habe ich gespeichert. Machen wir noch zwei Fragen und dann hauen wir das nächste raus, oder? Ja. Wir haben noch die 5x E-Sport-Teil-Prämie, die können wir auch noch in einer Tour machen. Ja. Seht ihr für FIFA eine Zukunft in der Gaming-Orgs, speziell in Deutschland, oder ist es zu schwierig, gegen die Vereine anzukämpfen, also die Bundesliga-Vereine? Ich enthalte oder mich. Oder liegt es am Spiel bzw. Publisher? Ach ja. Also, okay. Naja, da sind wir ja gerade ein bisschen in einer Zwickmühle, weil wir haben ja auch zwei FIFA-Spieler. Aber da ich das denen auch schon immer gesagt habe, habe ich kein Problem damit, jetzt auch mal meine ehrliche Meinung zu sagen. Also die meisten erfolgreichen E-Sport-Spiele, die sind nicht Pay-to-Win. Und FIFA ist Pay-to-Win. Und ich sehe das hochkritisch, das würde ich auch jederzeit wiederholen, dass man quasi am Anfang der Saison mehrere tausend Euro ausgeben muss, damit die Spieler quasi ihre Teams zusammenstellen können und top dazu kommt, dass sie das natürlich auch noch ihren Freunden zeigen, ihren Familien zeigen, vielleicht auch streamen. Und für mich ist das auch nichts anderes dann im Endeffekt als illegales Gambling, weil das natürlich auch sehr junge Leute teilweise sind, die da diese Päckchen aufmachen. Und für mich hat das wenig mit E-Sports zu tun. Das sehe ich super, super kritisch. Und wir beobachten das auch die ganze Zeit. Wir haben das auch schon Richtung dem Publisher irgendwie erwähnt, dass das nicht zielführend eigentlich ist. Und eigentlich für mich ein Unding, dass man einen E-Sport-Titel hat, der wirklich rein Pay-to-Win ist. Ich meine, League of Legends ist nicht Pay-to-Win, Counter-Strike ist nicht Pay-to-Win, Dota ist nicht Pay-to-Win. Die wenigsten beschweren sich darüber, dass FIFA Pay-to-Win ist. Und die Spieler können nichts dafür, das sind ja alle super Typen, auch der Ali bei uns und der Dennis Hammer, das sind ja super Typen, die können ja nichts dafür, aber im Endeffekt müssen die am Anfang, sind die darauf angewiesen, dass sie ja halt das Geld kriegen, dann auch von uns, damit sie sich ihre Spieler leisten können, wo sie dann die Packages kaufen und dann drauf gamblen, dass sie gute Spieler kriegen. Für mich ist das ehrlich gesagt ein Unding und ich hoffe, dass sich das irgendwann mal ändert, weil ich meine, Publisher wie Riot und Valve machen es vor, es geht anders. Man muss nicht den 12-jährigen Kiddies das Taschengeld aus der Tasche ziehen, damit die vor ihren Freunden quasi das beste Team haben. Ne? Ist eine andere Sache, ob du dir jetzt einen Counter-Strike-Skin kaufst oder einen League of Legends-Skin, das macht dich nicht besser. Macht dich vielleicht irgendwie cool, weil vor deinem Kumpel, dass du das jetzt hast oder nicht.
aber du hast keinen Wettbewerbsvorteil dadurch. Ja. Von daher sehe ich das sehr, 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 sehr negativ. Also EA ist auf jeden Fall der Donald Trump, der Publisher. Ja, es ist... Es ist schade auch, ja. Ein schönes Spiel. Ja, ja, vor allem in Deutschland. Es ist, jeder von uns hat es gespielt. Ich habe es auch super viel mit meinen Kumpels gespielt. Das sind auch einige Leute hier im Chat, mit denen ich früher während meiner Studienzeit immer gezockt habe. Aber für mich gehört einfach dieses Pay-to-Win-Prinzip nicht in den E-Sport. Ja. Super. Und wir machen das natürlich auch für Partner, die das eben wollen. Die wollen natürlich auch FIFA drin haben. Manchmal nicht die Partner, die bei uns sind, eigentlich nicht, aber wir haben das vielleicht für zukünftige Partner drin, die das eben vielleicht möchten. Die jetzigen Partner, für die ist das nicht so wichtig, ehrlicherweise. Die sehen das genauso, wie ich das jetzt gesagt habe. Und ich hoffe, dass da einfach ein Umdenken stattfindet, langfristig, weil das ist für mich ein No-Go. Phil, weitere Fragen? Daniel hat das kurz in zwei Sätzen zusammengefasst. Nein, wir gehen. Ja, manches kann man halt eben nicht so kurz zusammenfassen. Oh, Phil, wir sind nicht mal mehr 300 Euro von deiner neuen Frise entfernt. Nee, 290. Es geht weiter mit Reference auf dein wunderschönes Video, was wir zusammen auch mit der Hilfe von Stefan gemacht haben. Danke an Lily Allen, by the way. Dem Stefan von Backforce. Es geht mit Ausrufezeichen gemeinsam auf eSportal weiter um 5-mal, korrekt, eSportal Premium für einen Monat. Vielleicht kann sich auch Andi mal kurz im Chat melden, da wird euch diese Rechte dann quasi geben oder diesen Status. Da kann ich nicht so viel machen. Gut, weiter geht's. Gemeinsam. Vielleicht auch noch ganz kurz zu eSportal, da haben wir auch echt ein cooles Team im Hintergrund. Das macht der Christian Schmiel, der Blizzard. Könnt ihr mal gerne googeln. Findet ihr auch echt einen Wikipedia-Eintrag. Da muss ich jetzt nicht so viel zu sagen. Dann auch der Andreas und der Felix im Hintergrund und ganz viele andere, die das Thema ganz leidenschaftlich betreuen und die geben sich echt viel Mühe und wenn ihr mal die Gelegenheit habt, schaut mal auf der Plattform vorbei und wie gesagt, würde uns freuen und würde auch vor allen Dingen Sie freuen, wenn wir da noch die Aktivität weiter erhöhen, weil die Userzahlen steigen und ich denke, wir haben echt jetzt viel gemacht in der Vergangenheit, sodass es auch echt was Cooles werden kann. Genau, dann geht's weiter. Wie ist unser Verhältnis zu Sprout? Genau. Super. Weiter geht's. Partie Academy-Spieler ins Main-Team hochzuziehen und auf lange Sicht, das hatten wir vorher schon kurz, wenn sie in der ECLM einsetzen, wie ist uns überlassen. Genau, wird es ein Big Valorant-Team geben, haben wir auch kurz besprochen. Ist auf die Keith-Frage ist noch interessant. Genau, was ist was mit Keith passiert? Er ist Hardcore-Sportler und sieht aus wie das größte Model der Welt. Ja. Ja. Aber so sah er vorher schon aus, jetzt hat er sich nur ein bisschen besser in Shape gebracht. Dip. Genau, Big Rentable, das hat man eben auch schon angesprochen. eSportal, Profil. So, wenn viele Vereine international so ungesund leben, ging um Finanzielle. Wie ist das Gehaltsgefüge? Seid ihr da etwa unterdurchschnittlich oder wie lässt sich das erklären? Dafür müssten wir wissen, wie viel die anderen Spieler verdienen. Ja. Aber ich kann euch sagen, dass wir mit Sicherheit etwas weniger verdienen als Astralis oder Evil Genius oder Complexity. Ja, also ich glaube, die amerikanischen Gehälter sind, das siehst du ja auch, wenn du, also allein wenn man die Gehälter in den DAX-Konzernen vergleicht von der Geschäftsleitung mit den amerikanischen Kollegen, die sind ein Vielfaches darunter irgendwie. Ich glaube, in Amerika ist das Geld ein bisschen lockerer, aber die sind auch hochdefizitär, wie ich eben schon mal gesagt habe. Ich glaube, wir zahlen okay. Wir zahlen gut, die Gehälter, die sind auch echt schon in einem echt guten Bereich, aber natürlich kann man in Amerika vermutlich mehr verdienen, aber wir zahlen so viel, wie wir zahlen können, also wir sind nicht so, dass wir uns selbst bereichern. Ich glaube, das muss man auch mal vielleicht jetzt gerade an der Stelle sagen, dass sowohl Lenz als auch Yilmaz, ich denke auch, als auch Philipp, als auch Fatih, alle, die jetzt bei uns im Management sind, massiv quasi auch auf Gehälter mehr oder weniger verzichten, damit wir auch den Spielern eben auch das meiste rübergeben können, weil wir einfach alle an die Geschichte glauben und gemeinsam eben wachsen wollen. Ne? Also wir bereichern uns da jetzt nicht. Ne? Ja, genau. Also wir bereichern uns da nicht in irgendeiner Form, nicht, dass das irgendwie ein falsches Bild jetzt ist, dass jetzt hier das Management das meiste Geld kassiert, sondern die Spieler verdienen zu Recht so viel, weil sie halt eben die Topstars auch der Szene sind und die auch das Geld verdienen.
Aber dafür steckt eben das Management, also all die Leute, die auch beteiligt sind, ein Stück weit zurück, soweit es geht eben, und damit wir das Ganze eben am Laufen behalten. Aber das ist halt ja unsere Philosophie. Sehr schön. Gut. Apex Team 2020. Nein, aber vielleicht ein Valorant-Team. Vielleicht gibt es ja ein geiles Casting. Ja, mal schauen, was Vielleicht. da so Hidden Talents in der Szene rumschwören. Das wird sich halt auch noch zeigen. Ne? Close Beta sind jetzt halt echt nicht so viele, wenn man das auch die Playbase vergleicht, nicht so viele Leute, die schon spielen können. Was sich da alles noch zeigt. So, dann haben wir Premium, Premium, Premium. Mausbots. Wie lange Ah läuft die ja. Partnerschaft mit Red Bull noch? Das sind Vertragsinhalte, die können wir nicht preisgeben. Genau. Frage an Gibt euch es Pläne, beide. den Partner loszuwerden? Ganz sicher nicht. Nein. Ich glaube, man kann sich glücklich schätzen, wenn man Red Bull als Partner hat. Ist ja schon eine Ja. umstrittene Firma. Ich mache mir gleich noch eine Dose auf. Nee, also alle unsere Partner, die wir haben, sind wir mega happy. Ich muss auch wissen, Red Bull ist jetzt nicht nur zum Beispiel Red Bull jetzt an der Stelle, ist nicht nur irgendwie ein klassischer Sponsor irgendwie, sondern die haben ja auch das Motto, Red Bull verleiht eben Flügel, und die sind ernsthaft auch an dem an, an daran interessiert, dass unsere Teams eben gut versorgt sind. Das heißt zum Beispiel, wenn ich sie frage, hey, können wir mit dem Team halt ein Bootcamp machen, dann kriegen wir den Support von denen, ne? Also das wird nicht mal öffentlich irgendwie bekannt gegeben, sondern das läuft alles im Hintergrund. Das heißt, auch alle anderen unserer Partner unterstützen uns im Hintergrund, sodass unsere Teams halt eben auch das leisten können, was sie leisten können. Und nicht alles, was ihr so auf den Plattformen seht, wird auch gezeigt, sondern im Hintergrund läuft echt richtig viel, und die bleiben auch in schlechten Zeiten mal bei uns, wie das im letzten Jahr war, wofür wir auch dann super dankbar sind. Das ist wirklich auch mehr oder weniger halt eine Partnerschaft und nicht halt eben nur reines Sponsoring, hey, wir wollen jetzt Werbung von euch, macht mal das, sondern da ist die Frage oft, wie können wir euch supporten? Und das ist von allen Partnern eigentlich so. Wir haben halt Weltkonzerne als Partner, und die sehen das alles ein bisschen anders, und da sind wir echt auch sehr happy, dass wir solche Unterstützung halt bekommen von den Teams her. Danke, Vanilleschnitte, für 61 Euro. Ich unterbreche dich da, Daniel. Phil hat bestimmt noch ein paar geile Fragen. Jetzt geht es jetzt mal weiter mit den E-Sportler-Gewinnern. Dazu message hier Ah. bitte Hughes. Oder wie spricht man das aus? Auf jeden Fall ihn. Wir rollen Hi. jetzt. Hi. Wir rollen jetzt fünf Gewinner. Ach, fünf. Einmal dieser her. Dann Paulsen CS. Ich kopiere es mir auch alles selber nochmal. Kati CSGO. Dürft alle Hü CS Oha, Kati anschreiben. CSGO schon zweite Mal heute gewonnen. Der Kegan. Stream hat sich gelohnt. Und Rucksack und eSportal Premium. Kuhn CSGO. Ah ne, Kuhn aus Kronos. 0105. Perfekt. So. Dann Gut. geht es Was weiter sagt die mit. Spendenuhr? Die Die Spendenuhr Spendenuhr sagt sagt noch 228 28. Euro, bis Phil fällig ist. Okay. Ach, okay. Phil, hau Daniel doch auch mal und ein bisschen was Lenz. rein. Daniel und Lenz. Für mein eigenes. Für Wobei, deine ich gehe eigene nicht raus. Ja, Friseurtätigkeit. genau. Darf ich wieder machen morgen. Da ihr beide auch bei Mausbots gearbeitet habt, ihr beiden. Vergleicht mal die Spieler damals mit dem Team und heute. Was ist der Unterschied? Wahrscheinlich vielleicht auch Also auf unser team-professioneller Team Ebene. heute ist besser als das Mausteam von damals. Heutzutage, aktuell, ist natürlich das Maus CS Lineup besser als wir. Die stehen nicht zu Unrecht ganz oben in der internationalen Spitze. Und ich glaube, Maus ist auch eine sehr, sehr gute Organisation, um das Niveau zu halten. Und ja, große Unterschiede gibt es an sich nicht. Sie haben sehr, sehr gute Spieler, sie funktionieren als Teamgerüst. Ich weiß nicht, wenn man die Leute jetzt so zusammenspielen lässt, wird man keinen großen Unterschied sehen. Man könnte da easy zwei, drei Leute austauschen, aber zu dem Zeitpunkt sind sie auf jeden Fall gerade das stärkere Team. Ja. Ja. Also man kann es ja easy vergleichen mit gegen Kerrigan bei FaZe haben wir, glaube ich, jedes Offline-Game gewonnen. Und als er jetzt bei Maus war, haben wir nur ein Offline-Game gewonnen, das sogar mit Coach. Da ist Maus auf jeden Fall, das war in Sydney, by the way, mit Legia anstatt Xantares. Ja,
Ja, also aktuell stellen wir uns da mal ein bisschen hinten dran. Ich glaube, es ist wirklich nicht so der Skill der Spieler, der sich unterscheidet, sondern Maus hat einfach das bessere Teamgefüge. Genau. Warum ist euer Bootcamp eigentlich in Leipzig und nicht in Berlin? Das wäre mir neu. Das ist eine interessante Frage. Wären das keine 15 Minuten Fahrt für mich jeden Tag? Genau, habt ihr vom Management noch andere Jobs oder widmet ihr euch Big Fulltime? Wir drei sind Fulltime. Fulltime. Auch, ja. Es gibt kein anderes Leben mehr seit vier Jahren. Also 4 Jahre ist interessant auf jeden Fall. Das sind knapp 3,5. Ja, wir können auch aber Zeit haben auch lange vorgeplant. Also muss er dazu sagen, das wäre gar nicht nebenbei. Ne? Also das ist wahrscheinlich mehr als ein Fulltime-Job, das ist eher als wahrscheinlich doppelter Fulltime-Job seit langer Zeit. Ja. Mal eine Frage zum Coronavirus. Wie steckt ihr es beruflich persönlich weg? Kann man die Umstände auch als Chance sehen? Natürlich viele Menschen zu Hause im Sinne von Reichweite Online-Events. Genau. Daniel, möchtest du oder soll ich zuerst? Ja, also gut, der Corona, das hat natürlich jetzt die Wirtschaft generell massiv kann man nicht anders sagen. Also ich meine, da muss man ja nur auf die Aktienmärkte gucken, wie die eingebrochen sind. Und jetzt gibt es ja nochmal so eine Bear Market Rally, das heißt, die Aktienkurse sind gestiegen in den letzten paar Tagen, was aber nicht die real wirtschaftlichen Tendenzen widerspiegelt. Lufthansa, das Geschäft ist quasi fast zu 100% eingebrochen, Restaurants sind geschlossen, viele Betriebe liegen einfach brach. Ihr müsst euch vorstellen, dass das natürlich auch ein bisschen Auswirkungen hat auf die Unternehmen, die ihre Partnerbudgets quasi oder die Sponsorship-Budgets quasi belegen. Und oft wird an den Sponsorships als erstes gespart. Das heißt, das ist auf jeden Fall schwierig. Wir versuchen einfach ganz normal weiterzumachen. Wir spielen unsere Games eben online. Wir versuchen dort dann auch mal ein Live-Interview einzubauen. Ihr habt ja auch gesehen, Pro League war dann auf einmal der Tapsen auch mal zu sehen. Und ihr habt im Stream gesehen, dass wir da eine Kamera aufgebaut hatten. Das hat der Philipp alles mit dem Yilmaz zusammen vorher quasi aufgebaut. Und wir versuchen das einfach zu kompensieren, dass wir jetzt keine Offline-Events mehr haben. Und mit den Partnern sind wir in engem Kontakt einfach, damit wir da jetzt vielleicht auch mehr Online-Sachen machen, mehr digitale Sachen. Auch heute der Stream ist vielleicht auch ein Teil davon. Und das machen wir wahrscheinlich einfach weiter, weil wir wissen natürlich nicht, wie lange das dauert. Und dementsprechend stellen wir uns jetzt auf. Wir haben jetzt keine Panik oder so. Ich glaube, der E-Sport ist sehr gut, in einer sehr guten Situation. Wir müssen einfach die nächsten Monate abwarten. Wir hatten ja jetzt auch vor, ein neues Büro zu beziehen, eigentlich schon Richtung April, Mai, Juni. Wir hatten uns so einiges angeguckt, das haben wir natürlich erstmal verschoben, weil wir jetzt das erstmal gar nicht brauchen. Ne? Also keiner weiß, wie lange es dauert. Ich glaube, Homeoffice sind wir alle sehr gut bedient, jeder kommt damit klar. Jetzt noch mehr, wir merken halt, okay, wir können natürlich auch super mit wir machen jetzt auch Videocalls einmal die Woche mit den Leuten, auch mit den Spielern. Klappt alles soweit. Das Office ist nicht überlebensnotwendig, aber das werden wir halt vermutlich gegen Ende des Jahres nochmal angehen, dass wir da halt unser Büro nochmal wechseln. Aber ansonsten, ja, schwierige Situation generell für die gesamte Wirtschaft, für alle. Ich glaube, niemand profitiert komplett, aber ich glaube, wir sind da ganz gut, kommen da ganz gut raus. Gut. Ich hau noch mal kurz ein paar Fragen von oben rein. Ich glaube, wir haben ein paar übersprungen, geht das schnell. Danny R6S fragt, gibt es was Neues bezüglich der Online-Sprachkurse von Jan? Was soll es da Neues geben? Er lernt. Damit ist die Frage beantwortet. Frage an uns drei alle von Balash. Hey guys, welcome to our new team facility. Okay. I will answer this very shortly. Winning is not everything. Wie sieht es bei euch aus? Stay calm. Immer die Ruhe bewahren, das ist auf jeden Fall meine Learning. Ja, wenn man mit dir zusammenarbeitet, geht das nicht, leider. Immer die Ruhe bewahren, es gibt immer viele stinkende Fische auf dem Tisch, aber man muss halt einfach immer die Ruhe bewahren und dann Lösung finden, das ist mein Learning. Kein Big Team ohne League, ja.
Wie viele Stunden arbeitet ihr durchschnittlich die Woche? Komm, wie viele Stunden hat die Woche? Es ist halt sehr schwierig, pauschal zu sagen. Es gibt halt Wochen, wo man sagt, okay, man arbeitet eigentlich jeden Tag irgendwie, man wacht um 8, 9, 7, 8, 9 Uhr auf und fängt dann halt an und macht dann halt, was so kommt über den Tag. Und auf einmal ist es Mitternacht. Aber es gibt halt auch Tage und Wochen, wo man sagt, okay, auch aus meiner Sicht so, wir haben wenige Videoprojekte oder haben alles abgearbeitet, haben unsere Partner Partner-Content gemacht, haben alles gescheduled, steht gerade kein Turnier an. Und dann ist es halt mal irgendwie eine 30-Stunden-Woche oder so. Aber ja, es schwankt. So bei mir persönlich so zwischen 30 und keine Ahnung. Ja, also es gab auch Wochen hier 2018, als ich das Video gemacht habe, so da habe ich halt einen Monat, keine Ahnung, jeden Tag gearbeitet von, ich musste ja 4 Teile machen. Und die Leute wollten es ja. Wir waren dann im Urlaub und dann war es im Prinzip, ja, einen kompletten Monat lang danach von morgens bis abends, nachts, viel freien, nächsten Tag aufstehen und weiter. Also bei Daniel sind es von 172 Stunden 168. Bei mir sind es auf jeden Fall 120. Ja. Minimum. Also Philipp hat zwar gerade jetzt diese 30 Stunden genannt, aber ihr müsst euch vorstellen, immer erreichbar. Du kannst Philipp anschreiben, Samstag oder Sonntag nachts um 2, 3 Uhr und er antwortet dir halt. Es geht ja auch viel darum, dass man halt, auch wenn er mal spielt, das ist natürlich auch ein bisschen beschäftigen mit dem Thema. Das gehört auch ein Stück weit zur Arbeitszeit dazu. Du bist natürlich immer irgendwie drin. Also mehr als normal, würde ich sagen, aber auch mit enormer Freiheit. Also das ist, glaube ich, auch bei uns ja so der Fall, wenn jemand... Phil, du bist fertig. Ja, also wenn bei uns, also ich würde sagen, wir sind Traumarbeitgeber. Ja. Weil du kannst natürlich sagen, okay, du willst jetzt, machst jetzt halt, du arbeitest nur morgens oder nur abends und während des Tages machst du halt erstmal weniger oder so. Oder also wir sind extrem flexibel. Urlaub ist bei uns generell nicht drin eigentlich. Macht auch nichts, weil die Leute wollen ja eh viel einfach nur spielen und sind eh mit voller Leidenschaft dabei. Nee, also Urlaub gibt's auch ab und zu. Aber grundsätzlich sind wir sehr flexibel und wenn jetzt jemand zu mir sagt, er ist jetzt mal krank und kann zwar nicht arbeiten, dann muss er mir auch keinen Attest irgendwie vorlegen oder so, ja. Weil für mich käme es auch nicht in Frage, jemanden einzustellen, der jetzt auf die Stundenanzahl guckt, wie viel er arbeitet, sondern das Einzige, was für mich zählt, ist, dass er halt Bock auf das Thema hat und das als nicht als Job sieht, sondern so als seine Passion. Ja, das würde ich ja niemals jemanden einstellen. Genau. Das ist ja einfach mein Lebensinhalt. Und kurz noch, um das abzuschließen, auch nur, weil jemand irgendwie um 12 Uhr, also mittags oder um 3, 4 Uhr mal online ist und eine Runde CS oder TFT, LOL oder sonst was spielt, heißt es ja nicht, dass derjenige nichts zu tun hat. Ne? Wir haben Meetings, wir haben Schedules, wir müssen auf Sachen warten. Und da ist es gut, oder das schätzen wir auch alle sehr, dass es der Job halt auch herbringt, dass man sich auch im Tag, während des Tages Auszeiten nehmen kann. Ich spiele immer TFT während unserem Management-Meeting. Mikrofon gemutet, Füße hoch, klick, klick. Bin schon Gold 3. Für deinen Untergang, Phil, übrigens verantwortlich sind Chrissy am Z. Ist ja auch hier sehr mega aktiv im Chat. Bei dem darf ich und die Kollegen bedanken von Planet Key, die einfach mit 177,63 Euro aufgerundet haben. Vielen Dank dafür. Ja, scheiße. Sehr gut. Ich komme dann morgen. Guck mal, hier nochmal so eine Follow-up-Frage. Ich weiß nicht, Daniel, wie weit die beantworten kannst, von Sense 115. Wie setzen sich die Umsätze von Big zusammen? Welche Anteile haben Sponsoring, Merch etc.? Eventuell nur grobe Prozentsätze, wenn möglich. Ja, das kann ich ziemlich einfach beantworten. Also eigentlich 75% oder fast 80% Sponsoring. Dann hast du nochmal so 10-15% Merch und knapp 10% Preisgelder meistens. Also wir haben ja nur ganz, ganz kleinen Anteil an den Preisgeldern der Spielern. Das deckt meistens nur die Eventkosten, die wir haben. Zum Beispiel, immer wenn wir einen Philipp auf ein Event schicken oder einen Lenz, da kostet uns das natürlich... Vorspeisen, Phil. Ja, da kostet uns das natürlich auch einen Haufen Geld, weil die gehen ja natürlich essen, gutes Restaurant essen, dann wollen die auf einmal auf einem Notausgang sitzen im Flugzeug und so weiter und so fort. Ja, was soll das da? Da wollen die irgendwie eine bessere Route, statt einmal umzusteigen, ne? Und da kostet es auf einmal ein Heiden Geld. Das heißt, Preisgeld, das, was wir als Verein diese 10% kriegen, das ist halt einfach schon weg durch diese Sonderwünsche. Ne?
Und genau, also dann hast du, wenn du Major spielst, natürlich noch irgendwie Einnahmen durch die Sticker, was echt gut ist, aber da sind wir jetzt ja gerade nicht, da müssen wir nochmal hinkommen. Das hatten wir zumindest halt in 2018 und 2019 auch und 2017. Dieses Jahr leider erstmal nicht, aber Sponsorings ist auf jeden Fall das A und O. Und ich hoffe, das soll die Zukunft sein, dass wir natürlich auch einen Revenue-Share kriegen an den Umsätzen der Übertragung, Turnierveranstaltung und so weiter und so fort. Weil das ist das klassische Modell im Fußball, im Sport. Da hast du eigentlich nur 40% Sponsoring, 40% TV-Gelder, fast 50% TV-Gelder und 20% Merchandising und sonstige Sachen. Ja. Und das, ja, so sollte das eigentlich auch sein, aber da wollen wir erstmal hinkommen. Ja, also Spieler zum Essen einladen ist auf jeden Fall oder sollte auch immer drin sein als Orga, wenn man es sich leisten kann. Ja, also nehme, auf so ein Event in die USA zu Nein, ist weg. Kann ich euch allen sagen, da blutet die Kreditkarte. Ja, und ich nehme aber gerne als Beispiel das Face It Major. Wir waren da 3,5 Wochen. Ja. Wir waren, mit wie vielen Leuten? Genau, 12? Staff. Also Daniel war da. 10, ja, 10, 11, 12. Später, war Palasch später noch da? Ich weiß Coach, nicht. Analyst. Coach, Analyst, wir waren 12 Wochen, 4 Wochen in England, in der Nähe von London. Und wir haben schon teilweise, ne, wir haben, glaube ich, die ersten 3 Wochen Airbnb genommen, zusammen. Und es gibt es heute noch, das heißt, wir haben gut gewirtschaftet, Daniel, und reg dich nicht über die teuren Inder auf. Hi, Dominate. Also ja, vor allem so ein Major kann extrem teuer werden. Also auch ein Rio-Major kann sehr teuer werden, vor allem, wenn es Brazilian Barbecue gibt. Ja. Gut, ich mache nochmal hier so ein paar schnelle Antworten, so gut es geht. Wie sind wir eigentlich an Jan rangekommen? Ist echt ein Weltklasse-Spieler, wie natürlich auch der Rest des Teams. Also Jan wollte, war ja bei Space Soldiers nicht so gut behandelt worden, hatte gute Mates, wollte aber auch unbedingt ein besseres Team und auch mal Geld verdienen. Das war bei denen leider nicht gegeben. Er wollte zu uns auch wegen Fatih und wegen Jarosch, also Tapsen. Und das war eigentlich sehr schnell. Er ist nach Berlin gekommen und hat im gleichen Atemzug mit unterschrieben und ist dann noch nicht mehr gegangen. Ja, das war auch macht auch gerade eine gute Entwicklung. Und ja, Phil? Das war ein toller Coup. Ich war auch nicht in Berlin. Ich war bei meinen Eltern schon, weil es um die Weihnachtszeit war. Und auf einmal sehe ich nur die Bilder in der Gruppe bei uns, in der WhatsApp-Gruppe intern. Und auf einmal sitzt Jan da und alle essen und unterschrieben und weiß nicht was. Das war schon eine tolle Überraschung, ja. Aber zeigt auch, wie wir neue Leute bei uns auch aufnehmen. Okay, Phil, gibt es schon Ideen bezüglich Valorant? Ja, ganz kurz denn. Vielleicht was. Eine Menge, gut. Auch viel offline, gerade schwierig. Wir machen viel online jetzt und Team gucken wir. Wie sind wir bisher zufrieden mit der Zusammenarbeit mit der eSports Factory in Osnabrück? Wird das eventuell noch weiter ausgebaut? Also ja. Die Zusammenarbeit mit der Factory ist 1A. Unser League-Team war letztes Jahr, ich glaube, insgesamt 8 Wochen da. Ja. Ich war selber sehr oft vor Ort, habe auch zum Beispiel die AMD Scouting Grounds da mitgemacht. Habe auch so die Leute dort schon besucht. Wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu denen. Ich kann auch jedem nur empfehlen, sein Bootcamp dort zu machen. Ist wirklich top. Internet ist krass und ist für jeden alles dabei rund um Package. Also, so wenn ihr mal mit eurem Hobby-Team, also ich habe ja, sag ich mal, in meiner Zeit, als ich halt so ein mehr oder weniger schlechter Spieler war und semi-professionellen Team unterwegs war, da hatten wir auch Bootcamps gemacht. Wir hatten einmal ein Bootcamp, das war in so einem Club, der hat im Hinterraum halt quasi einen Bootcamp-Raum gehabt und wenn du mal auf die Toilette gehen wolltest, musstest du durch den Club laufen und da haben die Leute auf der Tanzfläche getanzt und das willst du halt nicht, wenn du gerade Bootcamp machst und einfach nur zocken willst. Du läufst mit Jogginghose rum und so weiter. Aber warte, war das in Darmstadt, das Level 6? Das war in Darmstadt, genau. Naja, das später hieß es Level 6 und vorher hieß es, ich weiß nicht, war Darmstadt der Hauptbahnhof drin. Ich weiß noch, wir haben das Bootcamp halt beendet und haben halt den großen Monitor, das war ja kein Flatscreen, sondern halt CRT, durch den Club getragen und da waren die Leute gerade am Tanzen und so weiter. Ich war halt so knapp 18, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Aber wenn ihr dorthin geht, da habt ihr eine super professionelle Umgebung und ihr könnt auch dort schlafen zusammen, ihr spart euch das Hotel, das mussten wir damals auch bezahlen. Ihr habt eine super, super krasse Internetleitung, besser geht es wahrscheinlich nicht. Duschen sind da, ihr könnt auch Verpflegung dazu buchen. Also alles mit drin. Wenn ihr mit eurem Hobby-Team oder mit eurem Team, mit dem ihr halt ein bisschen besser werden wollt, mal irgend euch sowas leisten möchtet und vielleicht auch mit eurem Verein zusammen das Ganze angehen wollt, dann kann ich euch wirklich nur empfehlen, dorthin auch zu gehen.
weil die eben echt ein super Ambiente haben und die Leute wissen, was sie tun. Das Equipment ist super, ihr habt große Räume und ihr habt auch einfach eure Ruhe und könnt euch darum kümmern. Und ich glaube, das hilft jedem Team, was gewisse Ansprüche hat, einfach besser zu werden. Ne? Und klar, das ist irgendwie immer auch sein Preis, aber das sollte man auch investieren. Wir haben damals auch Geld bezahlt für dieses Bootcamp. Da musste man halt, wie gesagt, durch diese Disco laufen. Im Endeffekt hätten wir wahrscheinlich, wenn ich das nochmal machen würde, dann doch lieber die eSport Factory gebucht und hätten dort unsere Ruhe auch gehabt. Aber ja, ich weiß nicht, ob man nochmal den Link da rein posten kann und in den Chat, dass die Leute das wissen. Oh, weil ich hier so durchscrolle gerade, sehe ich erstmal sehr viel Freude über Phils kommende Frisur. Weil ich poste mal. Philipp, ich glaube, ich habe gerade gar keinen Twitch-Account. Hier kannst du mal den Link da rein posten von der eSport Factory. Jo. Dass die Leute da einfach zumindest mal sich das angucken können. Ich mache immer noch eine Frage: Wie wichtig ist es für euch, auf deutsche Spieler zu setzen? Bleiben internationale Spieler für euch denkbar? Wie ist dort die Philosophie? Ich meine, in dem Moment, wo klar war, dass Xantaris Deutsch lernt, haben wir ja auch ein bisschen ein Zeichen gesetzt, dass wir weg wollen von dem internationalen Lineup. Das ist nach wie vor natürlich immer möglich, aber wir sind mehr oder weniger back to the roots. Das sieht man ja auch mit der Arbeit im Academy-Team. Und das ist auch das Ziel, zumindest für mich persönlich. Am Ende, wenn mal irgendwas gemacht werden muss, entscheidet das sowieso das CS-Team. So. Habt ihr nicht erneut die Chance, euch für das Major im Herbst zu qualifizieren? Jein, ganz ehrlich, wir wissen es nicht, keiner rafft's. Wir warten ab, was da kommt. So, mach noch ein, zwei Dinge. Wir können auch langsam mal das Giveaway für die gerahmte Autogrammkarte. Ah. Was haben wir denn für ein... Für das hier? Ja, Daniel, such dir mal bitte ein Schlagwort aus. Ich habe schon eins. DA1. Oh, wie ist es denn? Ja, DA1, das ist Daniels alter Nickname. Ja. Ja, genau, das ist mein alter Nickname. Damals war noch das sehr in, wenn du einen Buchstaben irgendwie in deinem Nick hattest. Also ich heiße ja Daniel und dann hieß ich kurzzeitig Daniel mit einer 1 statt einem I. Also super cool, ne? Und heute heißt du Skyfall, warum? Und irgendwann ist das dann umgewandelt worden zu DA1, das war natürlich noch cooler. Wir kürzen und heute heiße ich Skyfall, weil ich auf einer Party sehr viel getrunken habe und mir wurde in der Nick Skyfall verliehen. Weil der Wein so hieß. Genau, in Atlanta bei der E-League. Ach, daher. Das waren gute Zeiten. Atlanta E-League, das war schon geil. Sehr schön. Ja, dann läuft das, wo wir den besten Preis an diesem Abend. Und hast du eine PN bekommen? Wunderbar. Genau, kannst mir die Adresse dann einfach geben. Haben wir noch was Schönes, Lenz? An Fragen? Ja, die Adresse habe ich gekriegt von Frozen. Achso. Nee, warte mal, was hatte Frozen gewonnen? Also auf dem Dings ist hier auch der gute Owen noch drauf. Warte, ich was hat noch er gewonnen, Phil? Das Trikot, das unterschriebene Trikot. Ach, okay, ja, die Adresse habe ich von ihm. Schicke ich dir. Also auf der Autogrammkarte ist der Smuja drauf, also der gute Owen. Der Fatih ist drauf, der Tizian, der Jan. Und last but not least natürlich der Tapsen. Tapsen ist noch drauf. Ne, Nex hat diese Karte tatsächlich vergessen. Zeig nochmal die Karte. Ja, der ist auf jeden Fall auf dem Bild drauf. Aber leider hat er nicht unterschrieben. Aber ich guck mal, vielleicht habe ich noch eine andere. Da ist drauf. Das war während Autogrammstunde. Prosis hat sehr gut gefallen, Nex Lux. Ja. War schon eine gute Erfahrung für ihn. Hat vorhin auch schon ein bisschen was dazu gesagt. Gut. Und wir waren sehr zufrieden. So. Da wie lange läuft das noch? Ganz früh kommen ins Haus, weil ich spiele noch ein tolles Valorant-Turnier morgen um 16 Uhr. Ich habe heute 3 Stunden auf dem Server gegammelt, GOB-B-Style, und Smoke-Lineups gesucht. Ja, ich spiele die ganze Zeit mit Trilux und bete, da ich nicht komplett reinscheiße, aber ja, bisher macht schon ganz gut Spaß. Aber es ist auch wichtig, dass wir, ich darf mich gerne auch mal einladen, es ist auch wichtig, dass wir wissen, wie so ein Spiel funktioniert und aufgebaut ist, um zu sehen, ob es einfach wettbewerbstauglich ist und vor allen Dingen interessant für Partner. Ja. Vielleicht können wir auch mit Vivi eine Runde spielen. Hat sie schon einen Key? Jetzt wird's dreist, Mr. Not Verified. Manager, ich werde morgen sehr früh aufstehen müssen, wegen, Krimbo hat es leider auch nicht erwischt, warum auch immer. Prosus hat es erwischt. Komisch.
Gut. Also jetzt die letzten Chancen, noch Fragen zu stellen. Ich denke, wir werden das wiederholen. Vielleicht nicht nächste Woche, aber vielleicht eher dann übernächste Woche. Ja. Müssen ja auch immer ein paar Fragen auch ansammeln. Und genau. Vielleicht auch mal mit Gaming ein bisschen connected, weil genau. Wir können ja auch ein bisschen spielen. Der eine besser, der andere weniger gut. Ja, Servus, vielleicht, Paul. Genau, holen wir uns noch den einen oder anderen Spieler noch mit drauf. Ich meine, lol, vielleicht hat Danisch auch Lust. Vielleicht holen wir Gob nächstes Mal noch rein. Vielleicht holen wir jemals, wahrscheinlich eher nicht, nochmal mit rein. Doch, jemals kann auch mitspielen. Mitspielen oder mittalken? Ja, nee, der wollte mitspielen, hat er doch die Woche gesagt. Okay, aber oder? Dann schiebt das wieder auf sein schlechtes Internet. Dann, ja. Ja, oder er sagt, Denzel hat schlechte Einstellungen gemacht. Ja, genau. Ja. Nee, ey, aber Phil, generell. Ich habe noch einen Wunsch übrigens, ne? Wenn wir durch sind mit dem Stream, bitte Donuts raiden. Okay. Uff. Ja. Ich hoffe, es ist Slash Raid, oder? Chat? Ja. Ja, Raid Channel, Don unterstrich Arzt, ne? Aber generell, aber wenn ihr hier noch ein bisschen Feedback einfach reinschreibt, weil wir wollen halt sowas auch mal machen. Genau. Das ist aus Zeitgründen vielleicht auch, oder auch generell, weil es einfach nicht so auf dem Schirm war, ein bisschen weniger gemacht worden in der Vergangenheit. Aber wenn ihr da Feedback habt in Zukunft, was ihr gerne sehen möchtet oder was ihr gerne hören möchtet, können wir das ganze Format halt auch anpassen. Wir werden vielleicht auch mal andere Gäste noch dazu nehmen. Vielleicht auch mal eine Runde zocken, vielleicht auch mit euch. Weil letztendlich sind wir auch alle irgendwie Gamer und haben da Bock drauf. Das heißt, schreibt einfach ein bisschen da unten rein, was ihr einfach gerne noch sehen wollt und hören wollt. Feedback im Twitter, im Discord. Ja. Genau. Wo hatte ich den Mikro-Aussetzer? War das so schlimm teilweise? Ja, das ist sehr ausgelesen. Aber das liegt nicht an deinem tollen Corsair-Headset, das liegt an deiner schlechten Internetleitung, weil du im Saarland. Discord. Du musst am Discord deine Sensitivity runterdrehen. Nein, er darf ruhig im Saarland bleiben. Ist okay. Discord? Genau, Wort wird es auf YouTube geben. Ich ziehe mir das nachher und lade es über Nacht hoch. Ey, Phil, aber Leute, warte mal kurz, ich teste das mal gerade hier. Ja, ja, test mal weiter. Und? Phil, wenn wir mit Yilmaz spielen, will ich aber, dass er mit Facecam spielt. Ich will, sehen wir so richtig ausrastet, wenn er ins Gesicht kriegt. So, jetzt habe ich das mal runtergestellt. Lass mal gerade testen. Ist es jetzt besser? Also, ja, das kommt halt immer der Aussetzer. Sound ist immer gut. Der Sound ist aber immer gut, aber du musst halt nur die Sensitivität etwas. Ja, klar. Also wenn ich mal leise war, hat es kurz abgehackt wahrscheinlich. Ja, genau, ne? Wenn du so ein bisschen runtergegangen bist. Ja, jetzt habe ich das mal runtergestellt. Ja, wie gesagt, ich bin Streaming-Noob. Ja, genau. Jetzt bin ich heute noch keine Bange. Bei mir muss Phil alles machen, ohne Phil wäre ich useless. Wir beide morgen Glatze, ne? Behältst du den Bart? Also ich habe ja keinen, aber behältst du den Bart? Ja, aber ich kürze ihn halt hart runter. Okay. Das ist schon viel zu lang, guck mal. Ja, ja. Ja, schöner Screenshot hoffentlich. Genau, Bart rasiert. Also, bei mir, wie gesagt, so ganz Glatze wird das nicht werden, also 0,5 mm, alles was man halt runterkriegt mit dem Schneider. Ja. Also ist ja schon radikal. Ich weiß nicht, ob Vivi überhaupt einen Rasierer da hat. Ich glaube, im Haus sind noch welche, oder? Ja, ich hoffe, also so einen richtigen, so einen Pferdehaarrasierer. Ja, Leute, aber ein bisschen ruhig kürzen, ey. Also, wenn ich was zu Abend esse oder so, als zum Mittag esse, dann kann ich davon später nochmal essen. Da bleibt so viel hängen. Ja, bleibt ein bisschen zartar hängen. Gibt es hier schon einen Gewinner für dieses? Ach, den ziehen wir jetzt mal. Weil ich gehe morgen auf die Post, da kann ich das gerade abgeben. Stellt's Ach, stimmt, an. Morgen ist ja nochmal offen, das heißt, ich kann auch morgen. Ja. Ja, gut, aber das Paket kommt erst nach Ostern an, die Sachen, die ich schicke. Gut, dann haben wir einmal Stopp. Wir haben 62 Teilnehmer und der Gewinner des eingerahmten oder der eingerahmten Autogrammkarte aus dem Jahre 2019. 19. Ist Rango Fernandes. Bitte einmal im Chat melden. Hey, Tusik. I know this guy. David, what's up, man? Already verified. Hat noch nicht geschrieben. Der Name hört sich auch ein bisschen fake an. Bei einer Minute. Daniel, look, it's David in the chat. Our good friend from Corsair. Oh, David, it's David. Look at this. Mr. Valorant Pro. It. Your future Valorant Pro. Wem muss ich schreiben? Oh, Django Fernandes ist da. Bitte einmal an mich hier whispern. Christian Lenz. Genau, und dann ihm auch die Adresse schicken. Ach, Phil, weißt du was? Komm, es wurde jetzt 1 Million Mal schon gefragt, auch in meinen anderen Streams. Einstelle das Giveaway für dieses Kissen. Ich habe noch nicht drauf geschlafen. Es ist noch eigentlich ganz gut in Form. Ich glaube, die Leute wollten es unbedingt haben. Good Fight, Good Night als Gewinnname. Haut das nochmal rein. Ich weiß, ihr wolltet das. Ihr kriegt es. Good Fight, Good Night als Abschluss. Und wir suchen. David,
one of the giveaway prizes. Thank you so much. Send some love for David in the chat. He is responsible for Corsair partnerships and products. Thank you, David. Die ersten, yeah. Genau. David visited us, I think, in last month? February, yeah, right? Yeah. February, late February. Yeah. And also met the team. So also our partners like sometimes come to us and just meet the players. So it's a really close relationship. And enjoy some very good German food. Yeah. And yeah, Lenz is always taking care of the food. Yeah. So that's important. The main reason why the partners stick to us. Just also, wait, I get the invites for tournaments. I make the partners happy. Yeah. It's time for a race, right? I will call Yilmaz. Hey Siri, ruf bitte Yilmaz an und frag ihn nach meiner ja. Gehaltserhöhung. Wer wird angerufen? Wann kommt das Kochbuch, Lenz? Wird hier gefragt. Yes. Zeitliche Gründe, unschaffbar. Also er hat eher nicht genug Rezepte. Ja, ich habe die Rezepte alle im Kopf, ich brauche die nicht aufgeschrieben. Aber ich glaube, du weißt ganz genau, dass ich gut kochen kann, Skyford. Ja. Ja, ich sag dazu nichts. Ja. Hey Lenz, ich kann auch Spaghetti Bolognese machen. Hey Daniel, das brennt da. Ja, nee, also sowas nicht. Also meine Spaghetti Bolognese ist auf jeden Fall sehr gut. Ja, aber über Geschmäcker lässt sich natürlich streiten, auf jeden Fall. Ja. Auch hier an Payson. Ich habe ja einen breiten Kopf, ja. Aber man kann das relativ weit einstellen. Das ist Void Pro Elite. Sitzt natürlich leichter auf dem Kopf. Das, was Daniel auf hat. Aber genau, mir gefällt das von der Ohrform. Das schirmt ein bisschen ab. Deswegen habe ich das. Daniel, ich schicke dir das für die Autogrammkarte. Ja, Timo, ja. Genau. Name, Adresse einfach. Ich bin morgen eh auf der Post. Na, ich muss auch noch ein paar Sachen abschicken. Wöchentliche PKs über Ad-Hoc, dafür haben wir zu viel zu tun. Genau. Ah. Und wir wollen Ad-Hoc natürlich auch nicht die Show streitig machen. Genau. So, wunderbar, Lenz, genau. Ich ja, für Daniel hat es heute nicht gereicht, aber das schaffen ja, wir schon irgendwann. Nicht schlimm, vielleicht will er noch 1.000 Euro für Daniels Haare spenden. Ich schicke da auch mit der Post gern zu. Ich habe übrigens das gleiche Headset wie Phil, nur in einer anderen Farbe. Ja, ich mag dein Silbernes auch lieber. Ich habe jemals schon angefleht, aber leider für die Spiele. Ja, meins kommt am 15. Ja. Ich glaube einfach, unser Academy-Team hat ein krasses Comeback gemacht gegen Ad-Hoc, wo wir gerade über Ad-Hoc sprechen hier. Ja, da bin ich ja mal gespannt auf die PK am Montag. Ja. Nein, natürlich alles Spaß. Aber nice. Ja, Ad-Hoc ist auch so in League schon so ein richtig krasses El Clasico geworden. Ja. Da ist immer sehr viel Feuer drin. Aber muss man sagen, Ad-Hoc macht auch gute Arbeit, Social Media und so. Da macht es Spaß. Da kann man mal so ein paar kleine Fights eingehen. Genau. Ist natürlich auch schön, wenn unsere B-Mannschaft, unser Nachwuchsteam gegen ein Profiteam gewinnt. Jetzt reicht's aber, Lenz. Okay. Entschuldigung. Gemein sein. Ja, die Hashtags sind auf jeden Fall originell. Gut, wir rollen 62 ja. Entries. Was war das nochmal? Ich hab's jetzt nicht gejinxt oder so. Das Kissen, ja. Okay, das Kissen geht an. Genetics. Einmal im Chat. Oha, hat auch schon geschrieben heute. Er hatte bei eSportal gewonnen, aber kein. Genau, wollte den nicht. Sehr schön. Hatte keinen Account und nochmal hergegeben. Das freut mich natürlich umso mehr. Nice. Da Grüße. Kommt ein Kissen zu dir nach Hause. Bitte einmal anwhispern und dann schicke ich das morgen auch. Sehr gut. Dann cool. Sind wir am Ende. Wir haben lockere 2,5 Stunden. Haben, glaube ich, eine Menge Fragen beantworten können. Und ja, hoffe, euch hat es gefallen. Hoffe, euch beiden hat es gefallen. Und. Wir können das auf jeden Fall gerne wiederholen. Ja, wahrscheinlich nicht nächste Woche, das sollten wir auf jeden Fall wiederholen in Zukunft. Genau, wird kommen. Vor allem, wenn es auch neue Neuigkeiten gibt, auch zu den Ligen, zu CS, wenn vielleicht die League-Saison wieder losgeht. Wer weiß. Und genau, Sens, danke. Und habt ihr noch abschließende ja. Worte? Lenz, vielen, vielen Dank, sage ich schon mal, für die ganzen Spenden. Das ist wirklich für ja. einen guten Zweck. Wir werden es jetzt natürlich nicht regelmäßig machen, aber es war mal ein besonderer Anlass, hat gut getan. War auch für unsere, ich sag mal, Entjungferung in dieser Form von der Talkrunde sehr, sehr cool als Extra. Macht mich auf jeden Fall sehr stolz. Sind auch sehr viele Spenden von CS-Spielern reingekommen. Da sieht man auch, dass die deutsche Szene einen sehr, sehr guten Zusammenhalt hat, wenn es drauf ankommt. Ja. Wer ansonsten ein bisschen was spenden möchte, gebe ich euch mal als Tipp. Guckt mal, dass gerade so Organisationen, die gerade die ganzen Hilfsarbeiter und Leute im Krankenhaus unterstützen, die
ist zum Umfallen arbeiten. Da gibt es sehr, sehr viele gute Aktionen. Gerne mal auf betterplace.org schauen. Mache ich auch regelmäßig. Da ist jede kleine Spende schon mal ein wirklich guter Grund, den Leuten was zu helfen. Das passt. Dann ansonsten, Daniel, letzte Wort gehört dir. War ja auch dein erster Auftritt quasi so im Rundfunk. Ja, genau. Also, erstmal danke dafür, dass ihr hier alle da wart und vor allen Dingen herzlichen Dank dafür, dass ihr auch die Aktion jetzt hier vom Lenz unterstützt habt. Ich glaube, das ist echt eine super coole Geste und auch die Summe ist, die hilft echt. Also da kann man echt was mit bewegen auch. Also da von meiner Seite aus schon mal herzlichen Dank und wie gesagt, Feedback gerne erwünscht. Schreibt einfach rein, was ihr euch in Zukunft von uns einfach wünscht. Auch was solche Streams angeht, ob wir das ein bisschen anders machen sollen oder vielleicht auch ein bisschen gemeinsam zocken, spielen, verbinden sollen. Da sind wir ganz offen dafür. Ich will sowas öfters machen jetzt. Und genau, ansonsten wünsche ich euch alle ein schönes Wochenende. Bleibt zu Hause erstmal. Hört auf das, was von der Regierung jetzt erstmal kommt. Ich glaube, das schadet nicht, dass man jetzt noch die nächsten paar Wochen ein bisschen ausharrt. Und dann hoffentlich dann Mai, Juni, dass das Leben dann wieder halbwegs mehr normal ist und wir alle wieder in unser normales oder gewöhnlichen Alltag zurückkehren können. Aber bis dahin bitte auf jeden Fall hört drauf, was jetzt gerade so die Regelung ist. Guckt auf, darauf, dass ihr irgendwie eure Großeltern ein bisschen schützt. Auch ich gehe jetzt nicht mehr so nah zu meiner Oma. Ich treffe die zwar noch ab und zu, weil sie natürlich auch mich mal sehen möchte, aber ich halte Abstand, also aufpassen einfach ein bisschen. Und wir halten auf jeden Fall euch auch up to date, was neue Sachen angeht. Guckt, dass ihr die Streams unserer Spiele auch besucht. Das hilft uns allen irgendwie ein bisschen natürlich auch. Und nehmt uns auch das nicht immer so übel, wenn wir mal ein Spiel verlieren. Das macht keiner mit Absicht, sondern wir versuchen daraus zu lernen und immer besser zu werden. Aber jegliche konstruktive Kritik ist immer erwünscht. Tolle Worte. Da gibt es nichts hinzuzufügen. Ich bedanke mich bei allen, die eingeschaltet haben. Danke nochmal für alle Spenden und eine gute Nacht. Und jetzt noch ein bisschen Academy schauen. Wir raiden Donny und hoffen, dass er auch noch einen schönen Abend hat. Naja, nachträglich noch alles Gute zum Geburtstag an Kakafu. Der hat gestern Geburtstag gehabt. Genau. Ich habe es in Kakafu-Manier einfach vergessen. Tut mir leid, Alex, falls du das hörst. Super. Alles Gute nachträglich. Okay, dann geht's ab zu Donny. Macht's gut und vielen Dank nochmal. Ja, ciao, ciao. Gute Nacht. Wir gathern, warte. 70, 4, 3. Der Raid dauert lange. Jetzt. Jetzt raiden. Immer diese neue Technik. Jetzt sind wir in seinem Chat. Ja, wir sind drüben. Jetzt sind wir raus, oder? Raus. Fertig.